Kulturprogramm hören Sie jetzt White Russian, eine Sendung, bei der keiner weiß, warum er zuhört. Das letzte Mal. Naja, der Inhalt ist relativ leicht erzählt. Man hat sich mal wieder in einem Schnellrestaurant getroffen, hat dort ein bisschen gelabert, wie man nun die Sache mit Gunfist klärt, um Stevans Bruder vielleicht doch zurückzubekommen. Jojo hatte wie immer einen Anfall. Was soll man noch anderes erwarten? Frauen. Und als sie dann irgendwann wieder zu sich kam und man schon auf dem Weg zu Gunfist war, gab es noch eine klitzekleine Spritze Adrenalin und der Rest war eigentlich nur KBAM. So, die drei Protagonisten stehen im Treppenhaus zu Gunfists Appartement. Nee, Apartment. So französisch wollen wir das ja nicht haben. Ich dachte, die White Russians haben nichts gegen Französisch. Ich schon. Nämlich nicht zurück. Die White Russians haben nichts gegen Französisch. Okay. Doppeldeutig, bitte. Nein, das hättest du merken müssen. Echt, komm. Ja, deswegen habe ich auch Zunge gesagt, aber macht nichts. Ach so, das habe ich leider nicht gehört, weil ich dir mal dazwischen quatsche. Na gut. Ja, Max Schloss, ne? Also Jojo Finger dran rum und das ist offen. Da das schneller geht, dürft ihr mir jetzt mal alle Sneaking würfeln. Ich zieh mein Alps ab, hä? Nee, bei Sneaking nicht. Ich zieh mir mal einen Würfel ab. Du ziehst dir auf jeden Fall zwei Würfel ab. Cool. Und Dys, denk dran, Cat-like und so, ne? Ja. Mhm. Achtung. 3, 2, 1. Drei Erfolge, Billy. Oh, ich bin jetzt richtig schlecht. Das ist euch bewusst, ne? Du hast Edge und zwar viel davon. Denk dran. Boah, ich kann es aber nicht jedes Mal nehmen. Du hast wie viel Edge? Ich habe noch 4 Edge. Na, pff, easy, oder? Who the fuck? Wie viel Edge hast du, Kind? 5 insgesamt. Oh, great. Okay, 2 Erfolge. Aber ich werde es jetzt nicht benutzen. Ja, es reicht doch auch. 3 Erfolge, 2 Erfolge, 2 Erfolge, wunderbar. Alles klar, die Tür wird... Zwar hat Jojo etwas fahrige Hände, aber sie wird relativ leise aufgemacht. Ihr hört, nicht männliches Toilettengeräusch alkalisch, sondern eher so eruptiv. Furze. Furze? Wie heißt das? Furze. Ja. Der Mann hat die Puberitis. Hat er also jetzt klingt irgendwie wie 5 Wochen Staffer-Scheck. Ja, du hast die Hammerli von mir. Ach so, cool, dann stellt sie sich jetzt damit neben die Tür. Gibt's Kameras in der Wohnung? Wahrscheinlich nicht. Nope. Ist mir auch egal. Jojo steht neben der Tür. Die Knarre in der Hand. Steppy, wo die anderen? Direkt hinter Jojo. Und ich schau mal, wo die Fernbedienung ist. Dass man den Fernseher vielleicht etwas lauter macht. Nein. Der ist gerade nicht an, also ich meine. Ach so. Also der hat vorhin Fernsehen geguckt, dann ist er aufs Klo gegangen und er wusste vielleicht, dass es länger dauert, der Fernseher ist aus. Jojo. Du siehst die Fernbedienung, du kannst den Schritt anschalten und laut machen, das ist nicht und das Problem. Direkt auf uns aufmerksam machen. Jojo macht genau, Steppy ein Zeichen, dass er auf die andere Seite der Tür gehen soll, also mit der Hand so. Sie wedelt, sie fuchtelt da so mit der Hand rum. Und ich stehe mit Kabelbinder und Duct Tape bereit. Steppy hat eine Minimalausbildung. Es wäre dumm, sich auf die andere Seite zu stellen, weil was ist, wenn Jojo daneben schießt und sie Steppy trifft? Nein, wir gehen nicht davon aus, dass wir uns gegenseitig anschießen, sondern dass wir in die Tür reinschießen, sobald sie offen geht. Okay. As you wish. Oh oh. Warum lachst du so dreckig? Du willst es doch. Ich habe auch so das Gefühl. Nein, aber ich weiß, wie sie gerade drauf ist. Sie hat etwas fahrige Hände, wie gesagt. Ja, ein bisschen zittrig. Etwas erweiterte Pupillen. Boah, können wir nicht gesagt haben, dass ich das vernünftige Gegenmittel genommen habe und nicht sie komplett aus dem Spiel rausgenommen habe? Sagen wir es mal so, Adrenalin war wirklich die beste Methode, um sie jetzt schnell aktiv zu machen. Es ist tatsächlich so, du hast ein Medizin-Kit, du hast ein Erste-Hilfe-Kit, aber du hast nicht so den Stuff dabei. Um sie jetzt wirklich schnell auf die Beine zu bringen, ist Adrenalin eine gute Wahl. Ich sage nur, dass es Nebenwirkungen hat. Genauso wie das Sprite. Oh, davon ist ja noch nichts. Ups. In jedem Fall. Ein paar Minuten oder nach so 5 Minuten und der Typ saß schon eine Weile auf dem Klo, also schlimmer als Jojo, hört ihr dann auch eine Spülung. Ihr hört kein Waschbecken. Of course not. Gunfist wäscht sich nicht die Hände. Nicht mal nach Scheiß.
Wäre übrigens eine tolle Idee, wenn Sibylle vielleicht genau dann, wenn er die Tür aufgeht, sozusagen den Fernseher anmacht, den entsprechend laut stellt, sodass das folgende minimal lauter ist. Wie möchtest du mir das denn mitteilen, bitte, lieber Steppy? Text? Okay, ich kann mich dementsprechend drauf einstellen. Hast du ein DNI? Ja, hast du. Du hast eine Riga-Kontrolle. Ihr hört kein Waschbecken, ihr hört ein Klick. Denn die Leute neigen dazu, auch wenn sie allein sind, die Toilettentür abzuschließen und dann geht die Tür auf. Und die Tür geht in die Richtung von Jojo auf, das heißt, sie kann nicht schießen. Na dann. Daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich meine, das ist egal. Die Tür hätte ja auch nach innen aufgehen können. Gunfist tritt heraus. Gunfist kriegt was ins Gesicht. Ins Gesicht? Du? Das ist eine gute Idee. Ich meine, so gut ziehen kann ich, er weiß nicht genau, wie groß der ist. Er kriegt was ins Gesicht. Es passiert folgendes. Gunfist kriegt eine Ladung Gel aus einer Spread aus nächster Nähe direkt ins Gesicht. Du hörst ein Knacken, du hörst ein Schreien. Und der Typ bricht direkt zusammen. Vermutlich, vielleicht... Kiefer nein, gebrochen. Höchstwahrscheinlich hat es ihm ein paar Zähne ausgeschlagen, vielleicht hat es ihm den Kiefer gebrochen. Das wäre übrigens ungünstig von wegen Sprechen. Das müsste man noch näher untersuchen. Und ich muss kurz gucken wegen Billys Reaktion. Die war gar nicht so hoch, ne? Reaction? 4, okay. Und in dem Moment, wo die Tür aufgeht, nee, in dem Moment, wo du schießt, genau in dem Moment, wo du den Abzug drückst, ist der Tritt sehr laut. Also ich meine, man hört vermutlich die Schüsse weniger und bei der Lautstärke ist es einigermaßen so, als wäre das okay. In jedem Fall, Gunfists Kopf klatscht gegen die Tür klatscht gegen Jojo, jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem witzig, weil sie zurückstolpern wird und Gunfist fällt zu Boden. Mach mal den Schritt leiser, ehe sich noch jemand beschwert. Kurze Frage, ja, okay. Habe ich Gunfist eigentlich schon mal hier beschrieben für die anderen Zuschauer? Nee, ne? Hast du nicht? Uns hast du den mal beschrieben. Ja. Allgemein nicht. Gunfist ist ein relativ großer Ork, nicht so unglaublich muskelbepackt, aber immerhin so, als sähe es aus, als würde er was für die Aussehensmuskeln machen, also die aussehen und nichts können. Er trägt meistens irgendwelche Lederklamotten, in seiner Wohnung natürlich nicht, da hat er einfach ein T-Shirt an und die entsprechenden Hosen, Kampfstiefel, ja auch in seiner Wohnung. Viele Nieten, aber auch nicht auf einem T-Shirt. Sehr auffällige Cyberaugen, also er hat extra die Chrom-Variante genommen, obwohl es auch unauffälligere Sachen geben könnte und ein Gesicht wie ein Turnschuh. Liegt am Boden. Okay, ich guck mal, ob ob ihr irgendwie so schwer verletzt ist, dass es Probleme geben könnte. Ich fange an zu fesseln mit Duct Tape und hier, Gedöns, Kabelbinder. Und Jojo kommt hinter der Tür hervorgekrochen. Mit einer Beule. Au! So ein Arschkind. Naja, also 2 Zähne purzeln aus seinem Mund. Du hast sie schnell rausgeholt. Speichel! Damit sie nicht irgendwie in falsche Röhren fallen. Bisschen ja. Blut, also ein bisschen. Es ist schon, so ein Kiefer blutet stark. Das ist aber nicht so schlimm, es wird ihm nur Schmerzen bereiten. Der Kiefer ist nicht gebrochen. Ja, er kommt durch. Ich meine, sprechen wird trotzdem ein bisschen eklig für ihn sein, aber naja. Habt ihr euch auch überlegt, wie wir den jetzt hier rauskriegen? Wieso raus? Was? Wieso raus? Das finde ich ist eine berechtigte Frage. Weil er schreien will. Nein, Duct Tape. Und über den Mund. Ah, hier drin, ehrlich? Ja, hast du eine bessere Idee? Ja, bis gut, wir den jetzt rausgeschleppt? Ich mal gucken, was er in der Küche hat. Ich durchsuche auch mal die Taschen jetzt nach irgendwelchen waffenartigen Dingen. Ja, also du weißt ja, dass er irgendwie ein Messer im Kampfstiefel hat, die Hugo Super Wohawk, die auch hier hat, immer noch mit Gel gefüllt. Danke. findest du auch. Die hat er auch auf dem Klo dabei. Echte Männer tragen Waffen auf dem Klo. Ich hoffe, das hört jetzt auch jeder, das ist wichtig. Auch ich trage eine Waffe auf dem Klo. Ansonsten ein bisschen ein Kaugummi findest du, Kondome, 2 Comlinks und okay. Eines aus und eine Notiz. Allerdings ist die Schrift nicht leserlich und der Zettel ziemlich durchweicht, aber offensichtlich war es eine Einkaufsliste. Die Einkaufsliste wird offenbar, als Jojo in der Küche gucken geht, also Cornflakes, Aufbackburger, Pommes, Ketchup und, das war's.
Ich krieg Hunger. Jojo macht sich einen Aufbackburger. Nein, ich mache sich drei. Ich wasche mir übrigens die Hände. Sehr gut. Kinder, soll ich mich an das zweite Comic mal dran machen, um zu schauen, was da drauf ist? Spätestens, ich dachte, wir schon irgendwo dabei. Hingelegt? Den setzen wir in seinen Sessel, oder? Und ja. Warten mal, bis er aufwacht. Dann setz ihn mal auf den Stuhl. Bisschen Wasser ins Gesicht. Ach, wir fixieren ihn auf dem Stuhl. Das ist eine gute Idee, dass er sich gar nicht mehr rühren kann. Da, Steppy, helf mir mal, den Typ darüber zu tragen. Jo, mach ich. Und ich wickel den ein wie ein Paket, was wir nicht mehr verschicken wollen. Steppy bemerkt, als er ihn darüber zerrt, dass es wirklich unglaublich anstrengend für beide von euch. Auch für Steppy. Der Typ ist so scheiße schwer. Ich meine, du hast Erfahrung damit, Leute, bewusstlose Leute, tote Leute irgendwo hinzuziehen. Die sind allgemein relativ schwer. Orks sind schwer, bla bla bla. Aber der Typ ist unglaublich schwer. Du hast sowas nur bei Leuten bemerkt, die irgendwie Kompositknochen oder sowas haben. Die sind dann wirklich scheiße schwer und das sieht bei dem wirklich danach aus. Also es ist echt eine Mühe, den auf den Stuhl zu hieven. Ja, shit. Ja, der hat Knochen, der hat Cyberwehr wahrscheinlich bis zum Arsch. Ah. Vielleicht ist der Kiefer jetzt halt nicht gebrochen. Kann ich mal gucken, was der für Cyberware dabei hat, damit ich entsprechend vielleicht auch seine Cyberaugen erstmal ausschalten kann, damit er uns nicht sieht vom Gesicht her? Sekunde. Jo, du hast ja den Sprite auf dem Decoy. Wenn der Cyber-Ohren hat, dann hat der, kannst du sogar unsere Stimmen verändern, das wäre geil. Keine Cyber-Ohren, er hat Cyber-Augen, er hat du findest auf seinem anderen Comlink, was übrigens mit folgendem Passwort gesichert ist. Garnfest. Ja. Da musst du nicht mal hacken, weil es ist bei ihm die zweite Option nach Passwort. Findest du das A, also die Cyber-Augen sind ja offensichtlich, und B, findest du zwei Notizen für die Zukunft im nächsten Monat. Einmal Muskeln checken, zweitens Kompositknochen checken. Er hat also vermutlich keine weitere Cyberware, aber das sind beides Sachen, die du nicht hacken kannst. Okay, das tut jetzt auch nichts zur Sache. Die Augen sind wichtig, dass ich die ihm ausschalte. Und, teilst du das den anderen mit? Ja, Leute, ich habe ja schon gefragt, soll ich ihm die Augen ausschalten? Seid ihr dabei? Hat jemand was mir dagegen? Mir ist das wurscht, wenn du das unbedingt machen möchtest, aber es gibt auch die Variante Panzertape über die Augen, die hilft auch. Das tut aber weh, wenn man dann später das runterreißt, die Augenbrauen mit abreißt und sowas. Billy, ist das jetzt dein Ernst? Gott, Mann, wenn ich da jetzt sitzen würde. Was wären dann? Ich weiß nicht, dann würde ich das sehr begrüßen, wenn ihr mir nicht Panzertape über die Augen klebt, damit ich nachher noch Augenbrauen und vor allem Wimpern habe. Okay, die sind eh nur angeklebt bei mir, aber macht ja nichts. Kann ich die nicht vielleicht sogar einfach ausbauen? Oh, also ich meine. Nein! Nee. Ich will warte. Ich nehme mein Skalpell. Nein. Cyber-Augen sind so gemacht, dass man die rausnehmen kann und dort. Ins Wasserglas. Es ist eine spezielle Augenoption, quasi die wie Drohnen funktionieren zu lassen und ausnehmen zu lassen. Die sind schon mit dem Körper fest verdrahtet. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn man hinfällt, dass sie dann nicht einfach rausfallen. Cooler. Du kannst sie nicht einfach rausbauen. Du könntest, außer irgendwas davor machen, ist die einfachste Option, an den Augen selbst ein bisschen rumzudoktern. Du hast aber leider das Equipment nicht dabei. Nee, wenn, dann hätte ich jetzt tatsächlich nur Halterung sozusagen gelöst, damit man die halt rausnehmen kann. Aber also soweit ich mich erinnere, ist das echt eine spezielle Sache und das kostet ziemlich viel, die als Drohnen zu benutzen, deswegen kannst du die nicht einfach rausnehmen. Die sind ja mit dem Sehnerv verbunden, von daher. Jojo kommt mit einem Burger in der Hand aus der Küche raus, legt den Burger kurz irgendwo ab, wo es nicht allzu siffig ist. Und nein, das ist ja eigentlich egal, wo er nicht gerade hingepinkelt oder hingespuckt hat. Du kannst ihn in die Hand drücken. Oder drückt den Billy in die Hand, nimmt sich Panzertape, reißt ein Stück ab und klebt ihm übers Gesicht. Also über die Augen. Ich glaube, wir müssen Diskussion beendet. Wir müssen noch ein bisschen was machen, weil der Kabelbinder wird gegen das Zeug, was er da drin hat, verlieren. Dann macht sie ihm jetzt einfach noch ein bisschen Zeugs um die Hände, vor allen Dingen die so zusammen, dass er einfach keine Kraft in den Armen aufbauen kann und damit hat sich die Sache dann. Ich wollte noch gucken, was er in der Küche hat, oder? Ja, ich wollte gucken, was er in der Küche hat. Du hast doch jetzt schon einen Burger. Ja, es geht nicht ums Essen. Ach so. Worum geht's denn?
Ja, irgendwas, was ihn zum Reden bringt. Ach, Torture. So. Gabeln, Messer, Pizzaschneider. Irgendwas zum Anbrennen? Tupperdosen. Was zum Anbrennen? Feuerzeug, Bunsenbrenner. Feuerzeug ist da. Es ist sogar ein ziemlich... Also es ist ein silbriges Feuerzeug, vermutlich kein Silber, aber es ist ein silbriges Feuerzeug, aufwendig gestaltet. Nein, nicht mit seinem Logo, sondern mit irgendwie einem verschwungenen Rosensymbol. Sieht als einziges in der Bude und an ihm relativ geputzt aus. Steht auch in dem kleinen Regal, so auf einer Serviette, also wirklich herausgemacht. Ansonsten an Torture-Werkzeug, es ist eine Küche von jemandem, der sehr viel Fastfood frisst, also denk dir deinen Teil. Du kannst Papier nehmen und ihm damit fiese Schnitte zufügen. Ach, super. Jojo macht eine Schüssel mit Wasser voll und geht zurück und schüttet ihm das Wasser einmal ins Gesicht. Er hat ja noch was vom Mund. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, Hoppe. Er sträubt sich, er steht auf, ihr habt nämlich seine Füße nicht fixiert. Doch, klar. Moment, das haben wir gesagt, aber hat er doch gesagt? Wusste ich die ganze Zeit, ihr habt also seine Füße fixiert, er fällt mit dem Stuhl hin. Er versucht, alle Kraft in den Armen und Beinen aufzubringen. Ihr hört, wie sich Kabelbinder, nein, das hört er nicht, aber wie sich Duct Tape spannt. Er schafft es nicht zu zerreißen, aber er bietet wirklich viel Kraft auf. Du weißt, hier, dass das unheimlich anstrengend ist, wenn wir dich jetzt wieder hinstellen müssen, oder? Deswegen lassen wir dich jetzt einfach erstmal liegen. Ganz kurz, du. Ich drehe mich zu dem Sonntagsfahrer um. Textnachrichten. Okay, ich sende eine Textnachricht. Haben wir noch von dem Muskelrelaxum? Oha. Im Auto? Fuck. Wo ist die Kurs? Brauchen wir nicht. Okay. Gut, sorry. Mach, das entspannt ihn nur. Der soll doch Angst haben. Wir könnten ihm Adrenalin geben. Nee. Das halte ich für eine scheiß Idee. Die Kabelbinder und das Panzertape kriegt der beides nicht auf. Das schreibt Jojo übers DNI. Okay. Quasi. Ja, alle Nachrichten laufen über DNI. Ja, ich wollte gerade sagen, der Rest läuft über Text offensichtlich ab. Sie steht jetzt immer noch vor ihm, also so ein, zwei Schritte. Also, du bist wahrscheinlich zu stolz, jetzt anzufangen rumzubrüllen wie ein kleines Mädchen, wenn ich dir jetzt den Knebel abnehme, oder? Bestimmt. Bist doch großer Junge. Das klingt noch nicht überzeugt. Das sollte bestimmt heißen, fick die Schlampe, oder? Aber das ist mir egal. Nicht? Das spricht für dich. Selbst wenn, wäre es mir auch egal gewesen. Also, ich nehme dir jetzt mal den Knebel ab, ja? Wir machen den Fernseher jetzt nochmal ein bisschen lauter. Und der ist schon ziemlich laut. Achso, der ist immer noch so laut. Ich hatte doch gesagt, der macht Jojo den jetzt ein kleines bisschen leiser, damit sich nicht die Nachbarn direkt beschweren. Und nimmt ihm dann mal den Knebel ab. Gunfist schreit nicht. Das ist gut. Gunfist schreibt auch keine SMS. Oder? Machst du sowas? Text. Kann er nicht. Er hat sein Handy ja nicht dabei. Was wollt ihr von mir? Ein paar Infos. Gunfist verrät niemanden. Ach komm bitte, ich hab eigentlich gehofft, dass du uns diese nervige Angelegenheit jetzt ersparst. Du kennst das doch bestimmt, oder? Also, ich klingst wie ein Kind. Wir waren mal ja auch nicht zu melden. Schnauze. Das höre ich öfter. Ich bin schon seit 4 Wochen nicht mehr nach dem Ausweis gefragt worden. Also bitte. Was lachst du jetzt? Egal. Auf jeden Fall, gibt's da doch dieses nervige Spiel, weißt du? Du willst nichts sagen, wir wollen aber was wissen und das wird dann zu einem Kräftemessen und so weiter und so fort und am Ende geht eigentlich niemand irgendwie mit guter Laune aus der Situation raus, weil alle genervt sind.
Ich dachte, wir könnten uns diese filmreife Darbietung jetzt irgendwie einfach mal ein bisschen verkürzen. Und du erzählst uns einfach direkt, was wir wissen wollen. Und dann gehen wir wieder. Und du hast deine Ruhe und wir haben unsere Ruhe. Ganfist hat keine Laune, Junge. Du hast keine Laune? Jojo holt aus und tritt ihm ins Gesicht. Ich stelle mir gerade vor, wie sie dabei stolpert. sagen wir es mal so, du trittst ihm ins Gesicht. Ich nehme an, frontal, weil du bist ja kein Kickfighter. Richtig, frontal, weil er auf dem Boden liegt. Also mit der Spitze. Ach stimmt, der liegt ja auf dem Boden, also mit der Spitze ins Gesicht. Jo, du hörst ein Knacken von der Nase, aber dein Zeh tut weh, weil Wangenknochen, Kopf, auch Kompositknochen. Ja, oh. Dachte ich mir. Junge, was Scheiße. So eine Textnachricht, vielleicht sollten wir auch mal sagen, was wir überhaupt wissen wollen. Dann kann er sich ja schon mal ganz schön körperlich darauf einrichten, was er ausplaudern könnte. Ach ja, stimmt, gute Idee, kommt von Jojo zurück. Hast du in der letzten Zeit irgendwie so ein paar Leute von zu Hause abgeholt? Oder vielleicht auch so mitgenommen, ohne dass sie es wollten? Ihr bemerkt einen kurzen Anflug von Angst in seinem Gesicht. Junge, sollst mich freilassen oder ich mach dich kaputt! Wie er willst zerrt nur das wieder machen, ziemlich an seinen Fesseln. Er will nicht. Ich habe keine Lust, das jetzt wirklich an. Ich habe übrigens immer noch natürlich eine Waffe auf ihn gerichtet mit Gelmuni. Ja, das sieht er ja nicht. Nur um das gesagt zu haben. Ja, na klar, also ich meine, ihr habt bla schon klar. Und Billy hat die andere wieder Jojo abgenommen, das ist in Ordnung. Wieso? Nee, ich kann eh nichts mit ihr anfangen. Die Knarre bleibt bei Jojo, die kann mit ihr rumspielen. Ich spiele mit dem Feuerzeug rum. Nicht. Wolltest du nicht eigentlich das zweite Comlink prüfen? Doch, da war ich doch schon dran. Die Notizen habe ich doch schon runtergezogen. Okay. Ja, es dauert eine Weile, das alles auszuwerten. Ich meine, auf einem normalen Comlink sind so viele Sachen drauf. Er hat keinen guten Spam-Filter, sich da durchzuwursten. Ich sagte, wie du das findest. Ja, das machen wir später, nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Pass mal auf. Ich habe jetzt keine Lust, das ewig in die Länge zu ziehen. Entweder du sagst mir jetzt, was ich wissen will, oder du läufst ab morgen als Eunuch durch die Gegend. Weißt du, was das ist? Ganfist spricht kein Schwul. Ja, nee, danach auf jeden Fall sprichst du auf jeden Fall ein paar Oktaven höher. Und dein Arsch bleibt auch nicht, Jungfrau. Also. Schwuchteln, Ganfist versteht nicht, was du meinst. Gut. Oh. Ganfist redet gerne von sich in der dritten Person. Also, entweder du sagst uns, was wir wissen wollen, oder ich schneide die Eier ab. Ganz einfach. Nicht sehr kreativ, oder? Es wirkt so von seinem Gesichtsausdruck her, er schmunzelt auch ein bisschen, als würde das zarte Stimmchen Jojos zusammen mit der Aussage unglaubwürdig klingen. Steppy, okay. Zieh ihm die Hosen runter und setzt das Kampfmesser hier ein. Muss er nicht. Doch. Ich hab doch was viel Schöneres. Jojo holt ihr Jojo raus und Mats zwirbelt so ein bisschen an der Schnur. Die er nicht sieht. Nö, aber das gibt, die machen immer so schöne Geräusche, wenn man sie straff zieht, weißt du? Okay. Eine Textnachricht geht ausschließlich an Sibylle. Erinnere mich daran, Jojo niemals so wütend zu machen, dass sie darauf zurückgreifen muss. Ich drehe mich weg. Sehr gut, das wollte ich hören. Ganfist hört das Geräusch, kann es aber offenbar nicht zuordnen. Er merkt schon, wie ihm die Hose ausgezogen wird und findet das offenbar sehr unangenehm. Wehrt sich auch, also versucht sich zu wehren. Allerdings scheint es wirklich so, als würde er nicht begreifen, was jetzt Geier abschneiden und dann hört er irgendein komisches Geräusch. Komisch. Eigentlich will ich das jetzt nicht anfassen, aber gut. Dafür gibt es ja die Schnur. Ich muss es gar nicht direkt anfassen. Gute Sache. Doch, musst du. Du musst es ja drum wickeln. Dann muss sie halt. Was? Junge, sieht ein bisschen stramm. Wenn du schreist, weißt du, was passiert. Ich bin ein bisschen hibbelig im Moment. Jo, aber wenn du mich umbringst, kann ich dir auch nichts mehr erzählen. Ich schneide nur die Eier ab, ich bring dich nicht um. Ja, und wenn ich schreie, was vermutlich passiert, auch dann bring ich dich nicht um. Ja, aber dann kommen ja die anderen, Junge. Jojo. Glaube ich nicht. Jojo zieht Feuer.
weiter. Es wird enger. Und enger. Es schneidet sich ein bisschen ein. Ah, was ist das? Junge! Also machst du jetzt den Mund auf? Ich fick die Schlampe! Sie zieht noch weiter zu. Nie ich hätte jetzt wieder echt gerne... Vögeln für den Ganfis. Naja, also er stöhnt vor Qualen und so. Ach Mensch, warum machst du es mir denn so schwer? Ich will doch nur respektiert und gefürchtet werden. Das kann man doch wohl vom Leben erwarten, oder? Also, komm schon. Sie lässt ein bisschen lockerer, damit er mal wieder ein bisschen reden kann. Na? Jo, Sekunde, du siehst übrigens, wie Steppy sich jetzt über seine Arme beugt, also hinter den Stuhl geht. Steppy sieht ziemlich fies aus. Wie beschreibe ich noch jetzt? Also vor allen Dingen die Hände sind betroffen, die Unterarme auch ein wenig, aber vor allen Dingen die Hände. Es sieht aus, als würde sich das noch ein bisschen in Zukunft den Körper hochziehen und es ist halt... Pollenallergie ist ja eh für den Arsch, weil es kaum noch Pollen in der Luft gibt, aber es sieht echt nicht gut aus und irgendwie gefährlich. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was sie mir das sagen. Warte mal. Kommt mir das bekannt vor? Nö. Nicht, okay. Ich meine, Ausschlag und so ist ja klar, wo es herkommt. Nein, es sieht nicht aus wie eine Geschlechtskrankheit, die er bekommen hat, weil er irgendjemand einen runtergeholt hat. Ich meine, Ausschlag im Sinne von, es hört sich wie eine allergische Reaktion an, die was mit gewissen Sachen zu tun haben. Ja, da habt ihr ja aber keine Bilder gesehen, von daher. Also okay. Während sie beschäftigt ist, schaue ich mal, ob ich ein solches Medikament finde, was natürlich wahrscheinlich ist, dass er es hat, wenn er vielleicht sogar vor kurzem diese Stahlknochen reingekriegt bekommen hat. Plus minus die Augen. Okay. Die Augen sind definitiv länger drin. Das siehst du am Modell. Die Stahlknochen, sieht man ja auch die Operationsnamen, das ist ja ein sehr aufwendiger Prozess, das ganze Skelett irgendwie zu ergänzen. Siehst du auch, dass es sehr alt ist. Du findest auch in der Wohnung keine Immunsuppressiva. Frage ich mich. Also die braucht man auch, wenn man die Cyberware ein bisschen drin hat, braucht man die natürlich nicht mehr, sonst müsste jeder irgendwie so einen Scheiß nehmen. Ja, jetzt muss ich kurz nachdenken. Woher könnte er denn dieses das Zeug haben? Und hilft mir das? Nö, erstmal nicht. Das war auch nur so eine Nebenbei-Information, weil ich es witzig fand. Und ein bisschen Dingenskirchen auf Dev. Du merkst es halt einfach, es könnte ja noch interessant werden. In jedem Fall... Jojo hat wieder locker gelassen, um ihm Zeit zum Reden zu geben. Und ich werde hier von allen Seiten zugeschrieben. Sekunde. Düs, was so. Mit Handschuhen? Düs, ich glaube, sein Name war Wolkow, falls du das wissen wolltest. Ansonsten müssen wir es nochmal nachhören. Und an dieser Stelle sei berichtigt, das, was ich vorhin gesagt habe. Jojo, als du locker lässt, siehst du, dass er halt auf jeden Fall so schon jetzt eine halbe Minute braucht, die ich jetzt gebraucht habe, damit die beiden anderen sich absprechen können, um sich wieder zu holen, weil es echt so aussieht, als hättest du ihm große Schmerzen zugefügt. Du siehst auch die roten Abdrücke deiner Jojo-Schnur an seinem Hoden. Macht ruhig, der braucht halt, um sich zu erholen. Ich schicke euch eine Message übers Comlink. Und zwar über eine Extraktion, die ich von Gunfists zweitem oder dem richtigen Comlink gezogen habe in der Zwischenzeit. Und da sind drei interessante Einträge, die ich euch gleich vorlesen werde. Und zwar genau in der Reihenfolge steht's. Betreff PT-79. Nachricht von Blossom, eventuell meinte er Blossom, who knows, vom 27.01.2080. Inhalt neues Ziel Sergei Komanow. Operation Irkast 2, morgen 14 Uhr. Des Weiteren, betreff... Das ist mein Bruder? Dein Bruder? Du weißt, wie dein Bruder heißt. Ja, würde ich auch sagen. Er heißt nicht Sergei Komanow. Aber, ja. Romanow, aber... Aber nicht Sergei. Ja, nee, ja. Ja, aber ja. Who knows. Also die Nachricht kommt von Blossom wieder, die nächste, bezüglich auch PT-79. Neues Ziel, Galina Krylov, Operation Nektin, morgen 12 Uhr. Dann,
14.12.79. Inhalt Galina Krylov, Operation Njektin, morgen 12 Uhr. Und die dritte Nachricht ist vom 2.12. vom vielleicht eventuell meinte er Blossom. 2.12.2079, betreff PT-79. Inhalt, erstes Ziel, Gorde Fomin, Operation Irkast Vai, morgen 18 Uhr. Jojo, frag ihn mal nach Blossom und PT-79 in Operation Njektin und Irkast Vai, denke ich doch, oder? Ich muss kurz anmerken, ich habe das so ein bisschen gemacht wie Google. Da steht halt Nachricht von Blossom und dann wirklich in diesem das Comlink versucht, die Spracheingabe zu verbessern. Meinten sie vielleicht Blossom? Versteht sie, okay, ne? Ja, kapiert. Mein Google ist schlauer als ich, wie immer. Wir von den White Russians lieben Google. Ja, ich brauche die, ich will die, ich muss rauf auf die. Okay, Komanov hat aber nicht versucht zu verbessern, ne? Nö. Hm. Ist auch ein Name. Aber ich meine, das ist ein russischer Name und Blossom ist irgendwie was Komisches. Ja, okay. Ein Deckname. Aber das ist, was ich für euch habe. Also PT-79, Galina Krylov, Gordy Fomin und Sergei Komanov. Operation Irkast Vai haben wir zweimal und Operation Njektin haben wir einmal. Das sind die Nachrichten, die er von Blossom hat. Und ich denke, danach sollten wir ihn mal doch ausquetschen. Das klingt nach einer guten Sache. Ich frage mich auch gerade, ob er den Namen vielleicht so falsch hat, dass er vielleicht sogar versehentlich meinen Bruder hat oder so ein Kack. Ja, das würde zu dem passen, zu dem Idioten. Aber auf der anderen Seite, dann deswegen, ja, mal gucken. Hast du ein Foto von deinem Bruder? Sicher. Gib mal. Ja, kriegst ein AR-Foto. Jojo stellt sich jetzt hinter ihn. Wir natürlich auch. So, dass er sie nicht sieht. Schon klar. Ihr stellt euch so, dass er euch nicht sieht. Genau, dann zieht sie ihm mal das Tape von den Augen. Autsch. Du hast Augenbrauen an deinem Tape. Und Wimpern. Und Wimpern. Auch nicht hässlicher. Doch. Steht ihr einen Turnschuh sie, ohne Wimpern und... Sie hält ihm... Entschuldigung? Nee, ist okay. Sie hält ihm das Bild vor die Nase, also so über den Kopf. Schon mal gesehen? Ja oder nein, reicht mir. Und wenn du jetzt anfängst rumzulügen... Weiß ich nicht, Junge, soll ich mir jeden Deppen merken, den ich sehe oder was? Was wollt ihr denn? Hast du den zufällig mal mitgenommen? Von irgendwo? Junge! Wenn ich mir das Gesicht drum merke, wo komme ich denn da hin? Raus aus der Bude hier, würde ich sagen. Aber scheint sie in der letzten Zeit nicht gesehen zu haben. Ich weiß das doch nicht, sagen? Junge. Na, wie dumm bist du denn? Du wirst doch wohl ein Gesicht merken können. Fiege dich, du Schlampe. Das habe ich schon erledigt. Übrigens, es wirkt wirklich so, als wäre sein Gesichtsgedächtnis eher... Gib ihm den Namen. Gib ihm den Namen. PT-79. Leute, schreibt sie jetzt. Waren wir nicht eigentlich wegen Steppys Bruder hier? Bin ich eigentlich die Einzige, die ihn noch nach seinem Bruder fragen will? Das hat mit seinem Bruder zu tun. Das geht nicht um Blossom, das geht um... Der hat ihn verwechselt oder irgendwas. Frag ihn nach PT-79 und nach Sergei Komanov. Probier es bitte. Gut, dann probieren wir es mal anders. Sie pappt ihm wieder Panzertape über die Augen. Nein, deine Augen nützen mir ja nichts. PT-79, was fällt denn dir dazu ein? Wow. Alter. Ja. Das könnt ihr nicht machen. Siehst doch, wie einfach das ist. Er zittert, Schweißausbruch höchsten Grades. Na, was fällt dir dazu ein? Der Typ wäre schade um dich. Wäre wirklich schade um dich, Junge. Aber da sollst du auf jeden Fall die Finger von lassen. Wieso wäre das schade um mich? Stecke deine Nase nicht dort rein, wo es nicht hingehört, Junge. Doch, meine Nase ist klein. Das geht schon. Alter, jetzt ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich den Typen gesehen habe. Und ich weiß es noch nicht. Aber Alter, halte dich zurück. Jetzt bin ich aber neugierig.
Und das sagt sie per, sagt er per Textnachricht, weil seine Stimme hat er noch nicht gehört. Ich glaube, das ist im Moment noch ganz in Ordnung. Hey, Alter, wenn ihr deswegen hier seid, scheiße. Okay, pass auf! Ich sage euch, wie es lang geht. Da gibt es eine alte Fabrikhalle in Bergowoi. So Maschinenbau-Dingens, ich sage euch die Adresse. Aber, also, die müsst ihr vom Comlink ablesen. Ich sage euch dann, das ist verschlüsselt. Oh, meiner! Dort ist keiner mehr. Musst du dich umgucken. Und bei so einer Maschine, hinten rechts, die hat eine Nummerierung, aber die weiß ich nicht mehr. Hinten rechts, vorm Ausgang, Junge! Und Norte! Dort ist auf jeden Fall, da, musst du auf dem Keypad, auf dem alten, ziemlich verstaubt, musst du eingeben, 4310. Oh, da öffnet sich eine Klappe. Da kannst du sehen, ob ich den Typen eingepackt hab. Den er meint, ich weiß es nicht mehr, aber, Alter, das willst du nicht, ohne Scheiße jetzt. Warum will ich das nicht? Alter, das sind Dinge, das geht nicht. Warum machst du dann damit? Was ist denn das für eine Frage, meiner? Ich brauche das Geld. Naja, es hätte sein können, dass du noch andere Intentionen damit verfolgst. Alter, Scheiße. Geld ist gut. Sachen. Nee, Junge. Sag. Junge. Sag. Guckt's euch doch an. Ich will aber gerne wissen, worauf ich mich da einlasse. Ich meine, du kannst uns jetzt viel erzählen. Aber ich glaube, so dumm bist du nicht, oder? Uns jetzt Scheiße zu erzählen, denn, weißt du, ich meine, ich bin eigentlich echt verträglich und so. Und ich mache viele Sachen mit, aber ich habe keinen Bock, verarscht zu werden. Denn da werde ich sauer. Und wenn ich sauer werde, bin ich nicht so nett wie jetzt. Ey, Ole! Mhm? Du hast so eine Knarre, oder? Ja. Mache mich jetzt wenigstens platt. Warum sollte ich? Was? Junge, warum sollte ich? Wenn der Typ rausfindet, dass ich gequatscht habe, ich dachte, du knallst mich jetzt weg, Junge. Wenn du schon deswegen hier bist bei so einer dicken Sache. Jetzt mache mich platt, Mann. Mach das gefälligst selbst. Ich will nicht, dass der Typ herkommt. Welcher Typ? Blossom? Sprich. Naja, der Typ halt. Habt ihr gesagt, Blossom. Pass mal auf. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, mir dir alles aus der Nase zu ziehen. Du kannst mir jetzt von vorne bis hinten erzählen, was du weißt. Alles. Und mich nicht zu irgendwelchen komischen, ominösen Dingen hinschicken. Jetzt mach einfach den Mund auf und rede. Und danach ist die Sache gelaufen. Danach hast du deine Ruhe. Junge. Wenn du dich dann erschießen willst, dann kannst du das machen. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr von dir zu hören. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch wirklich keine Ahnung. Der Typ kam auf mich zu, also nicht immer direkt. Erst durch die Matrix und dann durch so einen Zwischentypen. Ja, ne, Unterhändler hat er sich ernannt. Ich hab gutes Geld, ich muss nur die Leute abliefern und ab und zu mal gucke. Dort hier bei dem alten Fabrikgebäude. Oh, Alter, das ist eine harte Ansage. Und dann musste ich hier Leichen wegschaffen. Aber ich habe den Typen nie gesehen. Sonntagsfahrer. Ach so, du bist mit der... Sorry, ganz kurz Einwurf. Ich schicke über unser AR. Ja. Schicke ich an euch beide Nachricht. Steppy soll zu dem Gebäude hinfahren und schauen, ob da sein Bruder ist. Wir bleiben hier und halten dem die Stellung und ziehen dem Meerwürmer aus der Nase. Ich möchte mehr wissen. Vor allem auch, was der im Polizeigebäude wollte. Als wir dort waren. Nachdem der uns den Scheiß vermasselt hat. Jo, klick nach einer Sache. Traust du dir das zu? Jojo, stimmst du zu? Sind wir d'accord? Ihn da alleine hinfahren zu lassen? Weißt du, was da ist? Da ist eine Maschine, die er aufmachen muss und da hoffentlich sein Bruder drin steckt. Ja, weil man ihn kennt. Was meinst du denn, was passiert, wenn da jemand ankommt, der da vielleicht nicht bekannt ist? Ist es ein Versuch wert? Steppy muss entscheiden, ob er das will oder nicht. Es ist sein Bruder. Ja, und ich möchte meinen Bruder wieder an. Ich versuch's. Ein bisschen schleichen kann ich auch. Ich denke, ich krieg das gebacken irgendwie. Na dann, viel Spaß. Zur Not muss mich Billy, naja, das geht immer noch über Text, unterstützen oder sowas, wenn irgendwas Matrix-Technisches da ist, wie eine Kamera oder sowas. Jo. Und ja. Wir, oder Jojo übernimmt das Ruder mit dem hier. Okay, jo, sorry. Ja. Naja, also das Ding ist, er hat ja gesagt, ihr braucht seine Hilfe bei der Entschlüsselung der Adresse. Als Billy es mit dem Passwort probiert,
Ich mach da mal kurz einen Kreuzer. Welches? Was wird jetzt? Ich war jetzt gerade ein bisschen... Er hat ja gesagt, um die Adresse von der Lagerhalle zu finden, braucht ihr ein Passwort und so ein Scheiß. Scheiße, das war übrigens das Falsche. Ich mach mal ein rotes Kreuz dort, wo es ist. Bam. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr Coastcatch neu laden müsst. Nee, funktioniert gut. Es ist überhalb des D-Gebiets, ne? So, Grenze halt. Das Kreuz markiert den Schatz. Yay. Gut, dann... Darfst du jetzt weiter erzählen? Was willst du noch wissen, meine? Alles. Und Stjepan macht sich auf den Weg. Gut, ich sag dir, wenn du ankommst. Was sieht man denn da, wenn man da reinguckt? Oh! Bei der Maschine, hinten, durch. Gott, bist du anstrengend. Na, wie reinguckt, da öffnet sich eine Klappe im Boden davor, Junge. Ja, gut, und was hab ich doch dann gesagt? Was ist da drin? Na, eine Leiter vielleicht, Junge. Ich glaube, das wurde benutzt, um früher irgendwelche Waren, die sie produziert haben, dort unten. Weiß ich nicht. Gut. Bist du da schon mal runtergegangen? Ja, natürlich. Ich musste doch den Leichen wegschaffen. Da unten ist ein Keller. Ein Keller. Und da sind mehrere Leute auf ein Bett mit so medizinischem Firlefanz dran, Junge, und darüber trägt die Daten. Und dort, ja, dort waren sie, also dort sind die fixiert, bis sie sterben. Und dann schaffst sie weg. Das wollte ich doch wissen, Mensch. Na gut, das heißt, die ganzen Leichen, die so in der letzten Zeit immer nach einer Woche ungefähr irgendwie aufgefunden worden sind, die waren von dir, ja? Nee, nicht alle. Halt. Nicht alle. Vielleicht so halt drei oder vier, also jetzt bald vier, aber da waren mindestens nochmals dreifache, vielleicht mehr. Und ich glaube, da gibt's noch mehr solche Orte. Gut, und ich schätze einfach mal, dass es alles Rabutnik-Mitarbeiter waren, war Zufall. Weil die Leute aus einem bestimmten Stadtteil gecatcht worden sind, wo hauptsächlich Rabutnik-Mitarbeiter leben. Es waren nicht nur Rabutnik-Mitarbeiter. Na gut. Ich weiß nicht direkt, wie es zusammenhängt. Oh, die hatten alle vorher eine Operation hier, Cyberware. Genau, und das sind alle die, die dieses komische Medikament gefressen haben. Und das sind alle die, denen irgendwie der Hals komisch zugeschwollen war und alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob die alles gleiche Medikament bekommen haben. Dort kriegen sie ein anderes Immunzeug. Macht's Immunsystem kaputt, das darf er nicht nehmen, wenn er dort ist. Da wird er krank. Na dann. Kannst du mal fragen, ob er das Zeug genommen hat, weil er sieht auch nicht so gesund aus. Doch, er sieht... Achso, und stimmt, er sieht nicht gesund aus. Entschuldigung. Hast du davon auch was gefressen? Nö, wieso? Na, weil du voll den Ausschlag hast. Was? Erzähl doch nicht. Na, in den Händen und so. Was? Ja. Deswegen heute so gejuckt. Ja. Und deswegen wahrscheinlich auch so ein Durchfall bis zum Abwinken. Alter, ich erzähle alles. Ziehe mir die Hose wieder an, Scheiße. Okay, er hat sich ja jetzt gut verträglich gezeigt. Den Na gefallen. Gut. Aber die kommen wieder runter, sobald du wieder nicht so verträglich bist, ne? Ach, da fallen mir bestimmt noch andere Sachen ein. Ich hab hier noch das schöne Feuerzeug. Hey, deine Stimme kenne ich doch. Denkst du? Ich erinnere mich! Er zerrt brutal an seinen Fesseln. Wut steigt in seinem Gesicht auf, er ist hochrot. Guck mal. Ihr hört ein leises Ratschen, so ein Zentimeter von ihm, einen Panzertape ist ab. Der Typ ist echt kräftig. Okay, ich verwickel den mit noch mehr Panzertape und leg noch Kabelbinder nach. Und da muss mir jemand zeigen, der Kabelbinder durchreißt. Es ist ein Ork mit ziemlich, also nicht mit ziemlich viel Cyberware, aber mit Kunstmuskeln. Und übrigens, er schreit jetzt auch laut. Oh, sie legt ihm Dingsbums drüber. Na, wer wird sich denn direkt so aufregen? Ja, er macht immer noch Randale, jetzt halt leiser. Jojo setzt sich vor ihn. Ich hab Zeit. Ich hab eine ganze Menge Zeit. Du kannst dich jetzt beruhigen. Wir können auch so lange warten, bis du müde wirst. Ja, ich glaube, das ist das, was passiert nach 3-4 Minuten. Gott, Jojo wird auch langsam müde. Ich hab einen großen Vorrat Cola. Oh, und er hat eine Effi für dich. Ja, die Idee ist vielleicht nicht ganz so gut. Das weiß Jojo doch nicht. Ja, ich weiß, dass sie das nicht weiß. Und sie kann sich jetzt nicht leisten, einzupennen. Oh Gott. Die kleine Effi, hm? Was passiert denn da? Effi ist in Hallo wach.
Ich weiß, was das ist, aber es passiert dann zusammen mit Adrenalin und was weiß ich nicht alles. Das weiß doch Flummi. Naja. Hallo, wach, wach. Nee, nicht nur Hallo, wach, wach, sondern Adrenalin, es wirkt extrem beschleunigend auf den Herzschlag und auf den Blutdruck. Ephedrin hat ungefähr dieselbe Wirkung. Aber das Adrenalin hat doch die Halbwertszeit längst überschritten. Ja, das raus. Ist langsam raus, deswegen schlafft sie ja gerade extrem ab. Nur weil es die Halbwertszeit überschritten hat, ne? Deswegen ist es gerade, ja, Es ist nicht ganz raus, mir ist klar, was eine Halbwertszeit ist, aber, ne? Ja. Ihr seid ja schon eine ganze Weile da oben. Ja, ja. Du hast ja gesagt, 2 Stunden. Ja, aber das Ganze mobilisiert gerade Energiereserven, die sie eigentlich nach der ganzen Nummer vorher nicht mehr so richtig hat. Ah, sie hat also bald wieder Hunger. Nee, nicht nur das, sondern einfach irgendwann ist bei Neurotransmittern Ende im Gelände. Das ist, sowas darfst du mal nicht so oft machen. Cool. Ich liebe Neurotransmitter. Dann sagt sie irgendwann, ja, jeder liebt Neurotransmitter. Nein, aber irgendwann macht der Körper einfach nicht mehr mit. Immer der Körper, hä? Zu viel Metagame. Deine Mutter, ja. Metagame, das war... Hallo, wir von den White Russians... White Russians stehen für Bildung beim Rollenspiel. Das war auch sehr interessant Drogen, für die Zuhörer. Ne? Das sind keine Drogen. Ephedrin ist eine ganz normale medizinische... Feld und das BMT in Deutschland. Ja, nee, ja, Betäubungsmittel ist doch auch hier. Na, manche sagen Leute wir, es kriegen ja auch Valium. Dieselben Rezeptoren wie Adrenalin, aber es ist halt ein bisschen schwächer. Das ist hauptsächlich zum Abnehmen und Fitnessstudio-Leute nehmen das gern. Und zur höheren Konzentration wird es auch gerne eingesetzt. Jetzt reden wir von Drogen, weißt du, Missbrauch. Du kommst wieder mit dem Missbrauch. Natürlich, man muss ja auch den praktischen Straßenwert einschätzen können. Jetzt nicht nur hier medizinisch. Alles klar. Gut, nachdem Gunfist aufgehört hat zu zappeln wie ein Fisch und der musste nochmal sein und ich weiß, der war schlecht, aber es ist mir egal. Boah, der ist voll untergegangen. Auf jeden. Steppy braucht, na, so lange braucht er nicht. Steppy fährt durch das D-Gebiet, es sind sehr, sehr viele alte Fabrikhallen, also mit sehr viel meine ich, es sind ausschließlich alte Fabrikhallen oder alte Lagerhäuser, extrem runtergekommen, Dächer eingestürzt, Squatter haben sich dort ihre Heime geschaffen. Ein paar der Leute, die halt gefeuert wurden oder die ab und zu mal gefeuert werden, versuchen dort unterzukommen mit der Hoffnung, dass sie bald wieder angestellt werden und ihre Wohnung wieder bezahlen können, in schöneren Stadtteilen leben dort. Der Smog ist unerträglich. Deswegen sind da auch keine Fabrikhallen mehr, weil die Leute einfach permanent krank sind, auch mit Atemfiltern. Es ist unglaublich ekelhaft. Du kommst dann langsam wieder in Richtung Norden, Rand des D-Gebiets, wo es ein bisschen besser wird. Siehst die alte Fabrikhalle, von der er gesprochen hat. Sie ist selbstverständlich umzäunt, auch wenn der Zaun schon an einigen Stellen, also Maschendrahtzaun ist es gewöhnlicher, an einigen Stellen in the morning, das ist noch gar nicht morning, auch wenn der Zaun schon an einigen Stellen Risse hat oder gänzlich da die Pfeiler umgebrochen sind. Du siehst auch, dass da viele, an jeder Ecke eine Kamera war, die nach unten hängt und naja, da dort nichts mehr ist, ist die natürlich aus. Das Gelände, das zu der Fabrikhalle gehört, besteht aus nicht mehr als einem kleinen Parkplatz, wo dann die großen LKWs früher wohl kamen, das Zeug eingeladen haben und dann weggefahren sind. Das Ding sieht ziemlich rostig aus, hat aber wohl noch ein Dach. Was dir auffällt ist, da die Fabrikhallen so extrem alt sind, wirklich, wirklich, wirklich alt, also älter als du vermutlich, gab es dann noch kein Wi-Fi oder noch nicht so wirklich ausgebaut, ist dort offenbar viel mit Glasfaserkabeln gemacht worden und du siehst 2, 3 Kameras sogar, eine am Hintereingang, eine am Eingang und eine auf dem Dach der Lagerhalle, aber auch am Eingang, die aktiv sind, die an sind und die offenbar auch nicht gehackt werden können, weil Glasfaserkabel. Die Türen sind außerdem mit einem relativ guten Mackschloss gesichert und was komisch ist, dort hält sich keiner der Squatter auf. Also das ganze Gelände ist halt frei von Pennern. Obwohl, ich meine, so eine Lagerhalle ist nicht wirklich warm, aber wenn man sich dort einrichtet, kriegt man es vielleicht hin, dort zu leben. Ich meine, das schaffen wir die anderen ja auch. Dort ist einfach leer. Gut. Was packe ich ein? Ich packe in meinen Koffer eine mit normaler Muni geladene Ares,
Eine kleine Drohne, frisch aufgefüllt mit Rauchwerk. Dann eine Beruhigungsspritze. Einen Elektrowerkzeugkoffer, weil den brauche ich auf jeden Fall, um in die Max-Schlösser reinzukommen. Außer, der große Junge hat uns doch ein bisschen was gesagt, hat er uns auch Zahlenkombination mitgegeben. Hat er nicht? Yep. Hast du eine Sichtvergrößerung? Ja, habe ich. Gut, du siehst, dass es ein biometrisches Max-Schloss ist mit dem Daumenabdruck. Dann muss ich es auf jeden Fall aufmachen. Mal gucken. Ich hätte jetzt auch den Daumen abschneiden können und vorbeifahren. Na, muss jetzt nicht. Ehe du drauf bist, das dauert halt schon eine Weile. Dann lasse ich meine Drohne fliegen. Und zwar fliegt die vor. Und macht erstmal eine Runde um den Block. Also nicht um den Block, sondern um das Haus. Ach so, falls du das wissen willst, außer Ratten, nix da und der einen Kamera, die du schon gesehen hast. Okay. Diese eine Kamera, hangen die auch so komisch rund? Wahrscheinlich nicht. Ach so, also die drei Kameras, die halt, die du gesehen hast mit dem Glasfaserkabel, die sind definitiv aktiv. Alles andere auf dem Gelände ist tot. Die sind natürlich wahrscheinlich auch direkt auf die Tür gerichtet. Ja, sonst machen sie wenig Sinn. Jetzt muss ich nachdenken. Wie komme ich am besten an Kameras vorbei? Okay, die haben Kameras hier. Geht eine Textnachricht an meine Freunde. Ich werde es trotzdem versuchen müssen. Wie sind denn so die Lichtverhältnisse hier? Der Himmel ist ein bisschen verdunkelt wegen des unbarmherzigen Smogs, aber es ist mitten am Tag, also nicht so. Es ist beeinträchtigt, aber nicht so schlecht. Okay, ich versuche etwas Folgendes. Und zwar wechsle ich wieder die Muni aus. Versuche mich an die Kameras zu nähern. Also beziehungsweise ich gucke erstmal, wie die drei Kameras ausgerichtet sind. Und wenn ich alle irgendwie verdrehen müsste, um an die Tür zu kommen, dann fange ich bei der ersten an, sozusagen. Also bei der, die mir am nächsten ist. Na, du hast zwei, die auf den Haupteingang gerichtet sind und eine, die auf den Hinterausgang gerichtet ist. Weiß nicht, wo du rein willst. Bei der einen. Okay. Und wie willst du die verdrehen? Und zwar würde ich das Teil mit Gummigeschossen füllen, also mit Gilmuni. Und mehr oder weniger gezielten Schüssen, also schon mit gezielten Schüssen, versuchen, die Kamera sozusagen von der Tür wegzudrehen. Ich gehe jetzt davon aus, dass sie davon nicht sofort kaputt geht, aber vielleicht wird sie so weggedreht, dass das Bild vorhanden bleibt, dadurch nicht unbedingt Schnee erscheint und ich ein bisschen mehr Zeit habe. Okay. Das ist ein gezielter Schuss minus 4 und den musst du doch nochmal würfeln. So eine epische Aktion habe ich nicht im Voraus geplant und deswegen auch nicht vorgewürfelt. Ich mag Vorwürfeln so oder so nicht. Edge so gerne. For the win. Ja, zum einen ziele ich natürlich auch. Das heißt, ich lasse mir Zeit. Okay, sag mal minus 2. Dann habe ich eine Sichtvergrößerung Stufe 2 und ein Smart Link. Das gibt dann quasi plus 0, weil die Sichtvergrößerung nur den Reichweiten-Dings wegmacht. Okay. Also bin ich jetzt bei plus 0 oder was meinst du? Plus 0, minus 0. Oh, plus minus 0, okay, gut. Dann würfel ich mit dem Wert, was ich jetzt habe. Gut, ich feuer dann einfach mal. Ein Erfolg. Glücklicherweise weicht das Ding nicht aus. Was? Hast du wohl recht. Ein Erfolg ist echt nicht übel. Die Kamera wird weggedreht und die Halterung scheint minimalst beschädigt. Das heißt, sie braucht jetzt länger, um sich zurückzudrehen. Das heißt, du hast jetzt ein paar Sekunden, um bis zur Tür zu kommen. Wenn du bei der Tür bist, hast du natürlich freie Bahn, weil die nicht direkt die Tür beobachtet, sondern den Bereich vorher. Also wenn du dich randrückst und den Bauch einziehst, und Bauch einziehen ist wichtig, dann geht das. tue ich auch tatsächlich. Und der Ork sprintet über den Platz, stolpert fast über eine Ratte, schafft es aber noch, kommt direkt vor der Tür zu stehen und er zieht den Bauch ein. Gut. Du schwurbelst an dem Max-Schloss rum, machst die Verschalung ab, das ist relativ einfach. Yep. Es scheint ein sehr neues Modell zu sein. Ich weiß nicht, habt ihr eigentlich eine Bildverbindung jetzt gerade offen? Ja. Ach so, davon weiß ich nichts. Julia hat keine offen. Ja, okay, aber ich habe zumindest von mir eine rüber an Billy, sollte es Sachen geben, die sie wissen muss.
Also an Billy hast du einen, das ist sehr gut. Was du bemerkst, ich habe das übrigens das letzte Mal falsch gemacht, im neuen SR5 ist Magschlösser knacken Schlosser und nicht Hardware. Das heißt, du brauchst vermutlich Jojos Anweisung, um das Ding aufzumachen. Ja, das denke ich auch. Außer es ist zufällig in Heimlichkeit drin. Nope. Das ist ein eigener Skill, Lockpicking. Okay. Nein, nein, Nico ist ja die Heimlichkeitsgruppe. Das sind ja drei. Nee, da ist kein Lockpicking Skills drin auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mehr, welches war. Ja, wie gesagt. Jojo, ich bräuchte einmal deine Hilfe. Hä? Wobei brauchst du meine Hilfe? Und zwar muss ich hier durch die Tür durch. Die Hülle ist ab, das habe ich noch hingekriegt. Allerdings komme ich hier, muss ich, kenne ich mich mit Magschlösser nicht so doll aus. Was ein bisschen doof ist, in Elektronik, Elektronik habe ich aber zwar auch nicht so hoch, aber naja. Was hast du, Elektronik? Hä? Ist egal. Ey, übrigens, ich habe verhandeln. Danke, Plüschgranate. Genau. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, darum. Also, ich kenne mich mit Magschlösser nicht so aus. Du musst mir da hier ein bisschen helfen, wenn es möglich ist. Ich habe noch nie einen Fernkurs gegeben. Jetzt Zeit. Immer einmal das erste Mal. Ich habe Technik spezialisiert auf Elektrotechnik. Sollte das irgendwie helfen? Hä? Was? Nein, ich nicht du, Spielleiter. Lass es dir einfach von Jojo beschreiben und mach das schön ingame und dann kriegst du es auf. Aber lass es dir schön beschreiben. Ich will jetzt ordentlich Rumgepenisse. Okay. Bildverbindung. Ich brauche mal eine Bildverbindung. Hast du überhaupt eine? Ja. Cool. Dann hier, gib mal Einladung und so. Ja klar, kriegst einen Mark. Gut. Ha, jetzt sehe ich es auch. Guck mal, da ist es. Pass auf, also, du... was ist denn das für ein Modell? Das kann ich nicht erkennen. Ziemlich was ist denn das für ein Modell? Ziemlich neu. Hier, das Neue aus dem Katalog. Nee, ich glaub, das hier, Neue ich aus mal... dem Katalog. Jojo? Ich glaube nicht, dass es Katalogware ist. Das Neue... Doch, es ist aus dem Katalog. Und zwar aus dem Katalog unter der Preiszahl 3000 Nuyen aufwärts. ziemlich fettes Ding, eigentlich nur in den Staaten verbreitet. Hat sich so ein bisschen bei manchen auch in Europa, Osteuropa und Asien, also auch Russland verbreitet. Das Ding ist nicht nur gut, sondern hier auch ungebräuchlich. Einfach weil hier andere Anbieter sind, die das Ding herstellen. Du weißt gar nicht genau, wer das herstellt, aber es ist hier wirklich, wirklich ungebräuchlich. Sie speichert sich das Bild. Alter das Falter. Das macht mir echt keine Hoffnung. Alter Falter. Ehrlich gesagt ist mir dieses Ding noch nie unter die Nase gekommen. Kann ja ran. Ich brauche ein besseres Bild. Ja, ich klemm da fast mit dem Auge vor. Es ist nervig, wenn man da nicht selbst dran rumwurschteln kann. Oh, wem glaubst du das? Da und da. Sichtverbesserung. Pass mal auf, du hast da doch so ein paar kleine Kabel, nicht wahr? In verschiedenen Farben. Ja. Gut. Da auf der linken Seite hast du ein gelbes Kabel. Ja. Gut. Und da unten hast du ein grünes. Ja, hier. Die packst du bitte nie an. Okay. Gut, denn du nimmst nicht das Gelbe, sondern du nimmst das Blaue. Und das Blaue, das musst du jetzt mal aufmachen, dann musst du die Isolierung ein kleines bisschen ab. Hast du überhaupt Werkzeug dafür? Natürlich, ich habe hier eine Elektrowerkzeugkiste. Gut. Den Lötkolben mit Batterie raushol. Gut, ne, den Lötkolben brauchst du jetzt nicht. Okay, dann die. Nee, genau, hier Seitenschneider, ja, Kabelschneider und so weiter und so fort. Genau. So, das kleine Kabel da aufmachen, also abmachen. Und da musst du die Isolierung ein bisschen abmachen. Und gut. Und dann hast du da unten. Oh Gott, welches ist denn das da? Ich mag das Modell nicht. Also ich glaube, dass es da das Grüne ist. Ich bin mir aber nicht sicher. An dem Grün. Ja, ich glaube, dass es das Grüne ist. So, das machst du jetzt auch auf. War es nicht das, was ich nie anpacken sollte? Das Gelbe und das Grüne? Nee, das. War es unten das Grüne? Stimmt, was das war unten das Grüne? Schande. Nee,
Da. Ist das gelb? Ich sehe nicht mehr gut. Mädchen! Was denn? Ich kann noch nichts dafür. Warte, das ist nicht... Das da ganz rechts. Ist das jetzt grün oder ist das gelb? Das da ist gelb. Das da ist das grüne. Und okay. Hier ist noch eins. Das, ich glaube, das ist etwas verwaschen. Das könnte... Ist das braun? Ja. Okay. Ocker, um genau zu sein. Gut. Gut, dann nimmst du das in der Mitte. Welche Farbe das auch immer jetzt hat. Ja, okay, gut. Muss lang, muss passen. Ja. Und ja, was mache ich damit? Das machst du jetzt auch auf. Und dann machst du jetzt auch die Isolierung ab. Und dann verzwirbelst du die beiden. Okay. Gut. Und dann müsste da irgendwo so ein kleines... Also da sind ja überall LEDs, ne? Und da müsste jetzt so ein kleines LED angegangen sein. Ah, ja, da ist es. Das ist so ein ganz kleiner, so eine Onboard-LED, ja. Genau, so. Das brennt jetzt, ja? Ja. Gut. Ach, puh. Das ist, ich hätte Chirurgin werden sollen. Das ist wie, wenn du so ein Chirurg bist. Das ist total lustig. Ich kenne das. Bist du Chirurg? Mal ab und zu im Notfall musst du halt mal ein bisschen fummeln. Musst du da auch irgendwelche Kabel neu verdrahten? Weniger. Manchmal schon. Du weißt aber nicht, wie das bei mir aussieht, wenn ich versuche, bei meinem Kleinen hier die Kabel neu zu verdrahten. Bei seinem Kleinen meint er den Jackrabbit, nicht sein Gehänge. Nee, tatsächlich meine ich damit den Glubscher. Der Große und der Kleine, Steph. Weil der Glubscher ist. Warum machst du das bei dem Ding? Never touch a running system. So, genau, so. Und dann gehst du mal jetzt da auf die zweite, da an der zweiten Platine. An der linken Platine. Ja. Gut. Da ist irgendeine komische Führung, die ich noch nie gesehen habe. Mädchen. Was denn? Da nimmst du... Ah, siehst du, da hinten sind irgendwie so komische Steckplätze. Ja. Gut, und das eine, das ganz... Ich höre jetzt auf mit Farben. Das in dem... Nee, das links, das ganz links. Genau, das ziehst du mal bitte raus. So. Gut, wenn du das rausgezogen hast, dann hast du da... Dann brauchen wir jetzt noch ein Kabel von irgendwoher. In der Elektrokiste rumwühl. Tada! Gut, und jetzt brauchst du deinen Lötkolben. Haha. Ja. Gut, denn da, wo vorher dieser Steckplatz war, ne, da oben, da sind, siehst du ja noch die Kontakte. Ja. Gut, da musst du jetzt entweder irgendwas an den Stecker dran dingsen oder du musst es da direkt dran löten. Ich löt's dran. Gut, dann lötest du es dran. Das Kabel spannst du jetzt rüber auf die andere Platine und da gibt es noch so einen Steckplatz. Das müsste... Oh Gott, welcher ist denn das da? Da sind so viele. Ich glaube, der zweite ist es. Der zweite von rechts. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, nimm einfach den zweiten von rechts. So, passiert. Ich nehme den zweiten von rechts. Nimm den zweiten von rechts. So, dann machst du jetzt dasselbe. Ja, Es müsste jetzt eigentlich gleich ein grünes LED angehen und dann müsste es eigentlich gleich Klick machen. Die leicht angespitzten grünen Öhrchen anheb, als das so beschrieben, wie Jojo es dargelegt hat. Es macht nicht nur, also das grüne Lämpchen, ja, es macht nicht nur Klick, sondern da es so eine richtig fette Lagermaschinen-Dings-Da-Tür ist, macht schon ein lauteres Klick, genau, und die Tür öffnet sich einen Spalt breit. Und dann noch weiter, weil du die nie aufstemmen könntest. Dahinter siehst du den alten Fabrikraum. Er ist, okay, er ist groß, wow, du hast sehr alte Maschinen drin, natürlich viele, ne, halt ein Lauf, ein Fließband, ganz normale Fabrikhalle. Vermutlich wurden hier irgendwelche Drohnenersatzteile mal maschinell gefertigt zum Einbau, dann perfekt bereit. Das Ding ist unglaublich sauber im Gegensatz zu außen. Du hast 5 Roboter, also Drohnen, die ganze Zeit rumfahren, auch an den Wänden durch perfekte Saugnapftechnik und dort alles beputzen und es riecht sehr stark nach Desinfektionsmitteln. Ich bin drin.
Okay, wenn wir jetzt Glück haben, hat der Alarm nicht ausgelöst. Und ich schau mal, was. Also die Drohnen sind fleißig am Saubermachen, sagst du, ja? Ja. Okay. Du musst in die Ecke, wo die Maschine steht, wo das Keypad dran ist. Da musst du hin, Mann. Ich bin so klug. K-L-U-K. Und ich kann Karate. Nein, ich kann kein Karate, aber ich kann Mikado. Und sure. Kibotu. Okay. Ja, Steppy. Ich schleiche mich da lang sozusagen, also vorsichtig die Pistole jeweils in die Richtung haltend. Meine kleine Drohne schaut immer in die entgegengesetzte Richtung von mir, so dass ich ein Bild habe von meinem Umherum, von so 360-Grad-Sicht halt. Als die Drohne sich kurz dreht, du hast einen respektablen Ork-Hintern. Musste sein, ja. Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, du siehst einen respektablen Ork-Hintern, bis ich registriert habe, oh, das ist ja meiner. Die entsprechende Maschine ist übrigens noch sauberer als der Rest und vor allem das Keypad von wegen staubig, was er da erzählt hat. Junge, 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 der lügt doch. Die sind schon weg. Meinst du? Schauen wir mal. Ich bin mir sicher. Verwischen Spuren. Ja, das befürchte ich auch fast. Ich bin an dem Keypad dran, sagst du, ja? Ja. Gut. Dann, davon hatten wir aber einen Passcode, glaube ich. Ja. Ich habe ihn leider vergessen. 4310. Sehr guter Mann. Du gibst den ein, es öffnet sich eine kleine, und mit kleinen meine ich nicht groß genug für einen Troll, Treppe, der Luke mit einer Leiter nach unten. Jojo und Billy. Und eigentlich nur Jojo. Du bemerkst einen merkwürdigen Gesichtsausdruck bei Gunfist. Das ist eine Mischung aus Angst und jetzt habe ich das Wort vergessen, nicht Zufriedenheit, sondern Unzufriedenheit oder nicht Genugtuung? Genugtuung. Das bemerkst du. Oh? Wieso? Wieso macht er so ein Gesicht? Der kriegt das doch gar nicht mit, was wir machen, oder? Nö. Oh. Ich frage mich auch gerade, wie Angst und Genugtuung in einem Gesichtsausdruck verpackt ist. Oh, guck mal an, der Junge wird frech. Was ist denn los mit dir? Du hast ihn geknebelt vorhin. Ja, sie zieht ihm das wieder ab. Was ist denn los mit dir? Ja, nix. Ja. Erzähl mir jetzt keinen Scheiß, mein Freund. Nicht jetzt. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Ich hab's euch doch gesagt. Das sind die falschen Leute. Was ist los? Warum guckst du so dämlich? Kommt hier irgendwer an? Kommt irgendwo anders irgendwer an? Also, was ist los? Sagen jetzt. Wieso? Ich mache doch sowieso hier über der Wupo. Nee, machst du nicht. Ich werde dafür sorgen, dass du am Leben bleibst. Und das wirst du so lange sein, wie es mir passt. Das werden wir ja sehen, meiner. Du willst dafür sorgen, dass ich am Leben bleibe. Na klar. Morgen fliechende Schweine oder was? Jojo nimmt sich das Feuerzeug aus Billys Hand. Na, endlich. Sie macht es an, hält es ihm unter die Nase, sehr nah. Oh, Junge! Ja, also, Mund auf. Es wird warm. Mund auf. Guck mal, deine Nasenhaare zündeln schon. Mädel! Ja. Ich habe vorhin gehört, wie jemand hier weggegangen ist. Ich vermute, einer von euch ist auf dem Weg dahin. Und weiter? Naja, da gibt's eine Absicherung. Oh, das könnt ihr vergessen. Na, was denn für eine Absicherung? Wenn der die Treppe runtergeht. Also die Leiter. Dann? Da musste hier so in so einen komischen Behälter rotzen. Oh. Und das kann der nicht. Also kann der schon, aber es bringt nichts. Und dafür hat er aber nur 2 Minuten Zeit. Da wünsche ich mir aber jetzt viel Vergnügen. Bist du die Leiter schon runter? Ich wollte gerade runter, wieso? Dann lässt du das mal schön bleiben.
Was? Wieso? Was ist los? Stehen bleiben einfach. Weil er sagt, weil hier unsere Type gerade sagte, dass du da, ich glaube, die machen da irgendwie einen Gentest oder sowas, so ein Genlock, irgendwas, Absicherungsgedönse, Telepief, was auch immer. Ja. Ja, du hast die falschen Gene. Ey. Ja, machen wir das so wie bei dem anderen Ding auch. Das war auch ein Bio-Teil. Such dich mal ab, ob du irgendeinen Rotz von Gunfist an dir dranhängen hast, nachdem du ihm ins Gesicht gerotzt hast. Oder hast du die Zähne noch eingepackt oder was? Oh, die Zähne habe ich tatsächlich noch da. Verdammt. Hi. Moment, du hast doch die Zähne nicht eingepackt, Alter. Moment, jawohl. Du schiebst ihm die Zähne raus und die fliegen auf den Boden und du packst sie ein, oder was? Moment, du hast nicht gesagt, die sind auf den Boden geflogen, dass er dann, nachdem er ihn untersucht, er hat sie ihn rausgeholt, ja natürlich, ja. Und dann hat er sie eingepackt. Ich packe mir auch immer die Zähne von irgendwelchen Leuten ein, die mit Blut und Sauber beschmiert sind. Komm schon, Leute. Du möchtest mich nicht drin haben, okay, gut, passt. Doch, ich will dich drin haben, aber nicht mit Zähnen von Gunfist. Ich fände, es wäre perfekt. Es wäre wirklich schön, aber du packst hier keine Zähne von irgendwelchen Leuten ein. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo ich die hinpacke. Wahrscheinlich habe ich mir so Gedanken verloren in die Hosentasche und mir dann die Hände gemacht. Ne, sorry, aber Zähne, die schmeißt du weg oder sowas. Ich will nicht wissen, wie es bei Zahnärzten in der Tasche aussieht. Ein besonders fauliges so Exemplar. Das da nehme ich ja, doch mit. Da haben die ja wenigstens so kleine Schälchen oder sowas. Aber ich hatte ja keine kleinen Schälchen. Ich hatte nur die Dinger in der Hand. Und die Schälchen kommen dann in den Abfall. Wie Abfall? Das sagt er dir jedenfalls so. Ja gut, aber wir müssen da rein. Der hat bestimmt eine Kette irgendwo zu Hause. So eine Zahnkette oder sowas. Eine lange. Zwei genau. Meter lange. Eine sehr lange. Weißt du, andere haben so eine Kette aus Krokodilszähnen. Ne? Der Zahnarzt weiß Bescheid. Aus alten Weisheitszähnen. Und auf der Zahnarzt-Convention dann einmal im Jahr präsentiert jeder, wie viele Zähne an der Kette hat. Genau. Wie viel Ansehen hast du. Und ich meine, teilweise haben die ja schon Löcher. Ne? Dann sparst du dir sogar viel Arbeit. Wir von den White Russian mögen Zahnärzte. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich muss am Freitag wieder hin. Aber hier, ist da ein Mechanismus, wenn du da aufmachst, du gibst den Keycode ein, dann musst du den Behälter rotzen. Und wenn da ein Mechanismus mit dem Behälter verbunden ist, dann musst du das irgendwie auffrickeln. Ja, ich habe hier meinen Werkzeugkasten dabei. Gut, dann viel Spaß. Oh Junge. Ja. Sie haben noch eine Minute und 15 Sekunden bis zur Zerstörung. Bitte geben Sie Ihre DNA-Probe ab. Bis zur Zerstörung von was? Du solltest dich beeilen oder abhauen. Beeilung. Beeilen. Ja, zweite Beeilung, danke. Du stürzt die Leiter nach unten. Du siehst einen Keller. Abgedichtet bzw. abgehangen mit sehr vielen weißen Plastikfolien an allen Enden. Das Ding ist noch steriler und das geht eigentlich schon gar nicht mehr. Du siehst drei Personen, eine weiblich, eine männlich. Unten liegen keins davon, ist dein Bruder. Alle drei sind in verschiedenen Stadien von extremer allergischer Reaktion. Der eine stirbt offenbar gerade. An ihn angeschlossen sind verschiedenste medizinische Instrumente, die offenbar auch per Glasfaserkabel den ganzen Scheiß übertragen. Du siehst an einem Monitor die aufgelisteten Daten, die da offenbar entnommen werden. Und du siehst nach einem kurzen Blick, du hast ja Sichtvergrößerung auf den Transfusionsbeuteln, dass die eine hohe Menge von Immunsuppressiva eigentlich kriegen. Und das ist schon wieder ein bisschen komisch. Es sind andere als die, die dein Bruder genommen hat. Und es sind andere, also es sind andere als die, die man so öffentlich bekommt. Du weißt aber, dass es eben Immunsuppressiva sind. Du siehst über diesen drei Leuten einen relativ großen, nennen wir es Ballon, mit offenbar einer Flüssigkeit, der mit verschiedenen Drähten verbunden ist, mit einem kleinen Gerät, der Leiter, es angebracht ist an einer Art Trichter, offenbar ein Hineinspuckinstrument. Okay, ja. Boah. Ich versuche mir gerade ein Bild davon zu machen, vor allem mit dem ganzen Drumherum. Nochmal,
Ich komme diese Leiter runter. Sehe ich da eine Tür oder irgendwie sowas, wo ich jetzt durchgeguckt habe, um halt diese Leute zu sehen, wie du es beschrieben hast? Oder bin ich in diesem Raub schon drinne? Es ist noch ein kleiner Gang. Mit rechts von der Leiter ist halt so dieser Spuckbecher mit dem Draht. Und geradeaus dann noch so 5 bis 10 Meter weiter, sagen wir mal 7,5, siehst du diese 3 Leute liegen. Übrigens, der gerade stirbt, Eiter aus den Augen, überall am Körper rot, die Haut zum Teil aufgeplatzt, röchelt erbärmlichst. Ich schalte mein Feed ab. Jojo, okay, zu dir komme ich noch. Du hast gesagt, da war irgendwie ein Beutel oder sowas. Über den 3 Leuten. Das ist so groß wie genau die Tragen der Leuten, also der Leute, also genau so, dass man diesen Raum ohne den Gang, wo du jetzt bist, abdecken könnte. Da ist was drin. Ja, wahrscheinlich wird da irgendwas gesammelt und allein der Gedanke. Ich denke. Weiß ich nicht. Oder nee, du hast auch irgendwie. Nee, der Trichter war daneben. Der ist bloß verbunden mit dem Beutel, mit einem Draht, aber das sieht eher elektronisch aus. Also verschiedene Drähte. Ah, warte mal. Nochmal, kannst du nochmal das mit diesem Beutel beschreiben? Über den 3 Leuten hast du quasi eine riesige Art Ballon. Ja. Der so groß ist, dass quasi der ganze Raum außer dem kleinen Gang, wo du jetzt noch stehst, irgendwie überspannt ist davon. Darin befindet sich eine Flüssigkeit und verschiedene Drähte gehen zu dem Spucknapf-Ding. Ja, okay. dieses Spucknapf-Ding-Drähte. Sie haben noch eine Minute bis zur Detonation. Bitte geben Sie Ihre DNA-Probe ab. Detonation, falsch, Zerstörung, Entschuldigung, zurück, Zerstörung. Ja, okay. Ich möchte das, mal gucken. Was sind das für Drähte? Sind das Signaldrähte oder irgendwas anderes? Was sind Signaldrähte? Fuck. Du hast doch Elektronikwissen, oder? Ja, darum denke ich ja gerade drüber nach, verzweifelt. Wie ich das machen kann. Ding öffnen, schauen, was da für ein Signal gegeben wird. Ja, ist effektiv sowas ähnliches wie ein Magschloss. Junge, raus! Hier sind Leute am Krepieren. Raus da! Ist dein Bruder da drin? Nee. Raus da! Fuck. Ich guck trotzdem, was man machen kann. Ist der die Hülle drin drum oder sowas um diesen Spucknapf, sage ich jetzt einfach mal. Na, der Spucknapf ist halt keine Hülle drumherum, aber um die Elektronik darunter, um das kleine Gerät natürlich schon. Ich guck mal, was da für Möglichkeiten gibt. Verdammt. Bitte, wir denken uns jetzt alle eure Rufe, dass er verschwinden soll dazu, gut. Aber ich verstehe leider Quinny schlecht. Ich verstehe schon. Ja. Nee, ist ja okay, aber was hast du gesagt? Hülle aufmachen, gucken, wie die Elektronik aussieht. Es sieht aus wie von einem 5-Jährigen, der an Schizophrenie leidet, zusammengeklabustert. Also wie die Sachen, die Jojo dir mal irgendwann gezeigt hatte, zum Beispiel den laufenden Tritt. Okay, gut. Ich versuche, diesen DNA-Detektor sozusagen zu überlisten, indem ich ihm sozusagen die ganze Zeit das Signal gebe, dass er ein DNA-Signal dass das korrekte DNA-Signal gegeben wurde. Sag ich jetzt einfach mal. Nach ungefähr weiteren 25 Sekunden bemerkst du, dass das nicht so einfach ist, wie es erst aussieht. Übrigens wird die Stimme dann irgendwann ziemlich nervig. Ja, das glaube ich. Das ist ein Gas oder Flüssigkeit, die da oben gehalten wird, oder was? Das sieht jetzt aus wie eine Flüssigkeit. Ich möchte etwas versuchen. Und zwar, die Flüssigkeit kann ich nicht einschätzen, was das ist. Nee. Irgendwas, was vermutlich zur Zerstörung beiträgt. Ja. Ich habe mir gedacht, von wegen, dass man vielleicht ein Loch reinmachen kann, sodass es vorher abfließt, bevor was auch immer da gemacht wird. Hat dieser Ballon keine weiteren Kabelverbindungen, also Schläuche, sage ich jetzt einfach mal, irgendwo anders hin?
Nö. Also das sieht so aus, als würde der Ballon nicht gefüttert mit irgendeiner Flüssigkeit, sondern als wäre die schon immer da drin gewesen. Ja. Fuck. Okay, gut. Ich weiß nicht, was für eine Flüssigkeit ist und ich kann denen jetzt im Moment leider nicht helfen. Mein Bruder ist nicht da. Was sind das für andere Leute, die da sind? Also Ethnie. Beziehungsweise Meta-Typ. Die Frau ist eine Zwergin, die beiden anderen sind Gnomes. Nein, Moment, ich habe viel zu wenig Elfen. Die Frau ist eine Zwergin, ein Elf, ein Mensch. Sie haben noch 20 Sekunden bis zur Zerstörung. Geben Sie jetzt die DNA-Probe ein. Ich mache mich aus dem Staub. Du sprintest die Leiter empor und rennst aus dem Gebäude, nehme ich an. Ja. Du hörst noch ein... Es stinkt. Stinkt auch aus der Lagerhalle raus. Ich meine, die Luke war nicht so weit entfernt vom Eingang, habe ich vorhin gesagt, am Eingang. Es stinkt so widerlich nach verbranntem, verätztem Fleisch, Plastik, vielleicht sogar Metall. Es ist in höchstem Maße unangenehm. Ah, scheiße. Oh, Mann. Da war Säure drin. Ja, ich hab sowas Ähnliches gedacht. Oh ja, du hörst noch ein letztes Stöhnen von einem der Leute. Ja. Na, wenigstens hast du es erlöst. Ja. Jojo, du hattest noch eine Bildverbindung. Und? Ich hab doch nichts gesehen. Nein, ich weiß davon nicht. Allerdings, als Steppy rausrennt, siehst du ja Steppy, wie er halt rausrennt. Aber auf deinem linken Auge siehst du noch die Daten, die an diesem einen Monitor da aufgenommen wurden. Auf deinem rechten Auge siehst du die gleichen Daten, aber mit das ist medizinischer Krams und irgendwie vielleicht noch verschlüsselt und du hast keine Ahnung, bla. Das heißt, du siehst links die Daten, rechts dieselben Daten, aber ergänzt. Und das Ergänzte wird rot eingezeichnet. Das sieht ziemlich so aus wie die Daten, die vor deinem Kopf aufflackerten, wenn du bewusstlos wurdest. Uncool. Du siehst in der Mitte deiner Augen, Moment, ja, du siehst mit deiner Nase, das ist okay, du hast deine Datenbuchse, nein. Aber zwischen diesen beiden Bildern siehst du wieder diesen komischen Behälter mit diesmal mehr Text zu was auch immer da drin ist. Kann ich das irgendwie abspeichern? Nope. Also ich habe mir die Daten definitiv auf den Comlink geladen. Also das, was du halt sehen konntest, ja klar. Ich meine, das Ding ist, du hast dir die Daten auf deinen Comlink geladen, allerdings warst du auch damit beschäftigt, die Leute anzugucken, die Verdrahtung anzugucken und so, also es ist nicht so unendlich viel. Du warst eher damit beschäftigt, das Ding da aufzuhalten. Okay, ja, erstmal zurück zum Auto. Tief durchatmen. Ja, die haben sauber gemacht. Versucht, was sie noch aus dem Typen rausbekommt. Sahen diese Ausschläge so aus wie das, was unser Gunfist hat? Wenn man das auf das Anfangsstadium... jein. Also Gunfist sieht so aus, als hätte er eine schwächere allergische Reaktion als alle drei, die dort waren. Und die eine war eher im Anfangsstadium. Es könnte sein, dass es das gleiche ist. Ich meine, Ausschläge sehen ja immer gleich aus. Es ist natürlich auffällig, weil er offenbar dort war. Er hat die Leichen weggeschafft. Es sieht aber so aus, als würde er weniger stark reagieren. Allerdings, was in Zukunft passiert, ist fraglich. Hm. Die Frage ist, woher sich dann die letzten Einbauteile und wo ist der Termin zum Untersuchen von seinem Zeug? Also, das könnte man ihn mal fragen. Also, wo hat er sich die letzten Teile einbauen lassen? Mach einen Satz draus, Mensch. Und wo muss er zur Untersuchung wieder hin? Jojo? Was? Fokus. Wir haben hier noch einen Patienten vor uns sitzen, ne? Was denn das Wort ist? Okay, wir haben noch ein paar Fragen an den. Möchtest du das machen oder bist du momentan am Wegknippeln? Nee. Wie nee? Nee, bin ich nicht. Bist du okay? Ja. Okay. Sollen wir weiter mit dem machen hier, oder? Was willst du nur noch mit dem machen?
Wir haben noch einiges mit denen zu klären. Wie zum Beispiel, was der in der Polizeiwache wollte. Was? Okay, ich glaube... Polizeiwache. Genau. Ich will wissen, was der da wollte in der Polizeiwache. Junge, was wolltest du in der Polizeiwache? Was für eine Polizeiwache, Junge? Alter, verarsch mich nicht. Ey, Alter, diese Kackspasten, Junge, ich wollte nichts von der Polizeiwache, da waren irgendwelche anderen Vollpisser drin. Ich habe vorher so eine Blonde und so ein Ohr gesehen. Ja, ich glaube, ich habe die Stimme erkannt. Du bist doch hier, du Schlampe. Deswegen ist mein Kumpel drauf gegangen, Junge. Von was redet er? Weißt du das echt nicht? Das hat sie dir geschrieben. Nee, ich hab's laut gesagt. Ja, genau du! Wegen dir ist mein Kumpel tot, du dreckige Fotze! Ihr habt's verkackt und deswegen konnten wir nicht anheilen! Hä? Der Typ sollte wirklich seine Drogen absetzen. Alter, ficke dich! Ich steige mit dem Stöckel jetzt aufs Knie drauf. Ja, ja, beschäftige dich ruhig weiter mit meinem Knie! Ist aus Stahl oder sowas! Und außerdem, was denkst denn du, was passiert, wenn jemand merkt, dass ihr dort bei dem Maschinendingens wart? Denkst du, die bleiben da nicht zu Hause? Die kommen her und machen sie euch glatt, Junge. Wenn sie hierher kommen, ist mir das eigentlich egal. Ja, wenn ihr hier seid, werdet ihr euch umgucken. Ja, wenn wir dann hier sind, aber ich hatte nicht vor, hier einzuziehen. Ja, mal gucken, wie viel Zeit ihr noch habt, um hier aufs Knie zu steigen. Ach, genug. Also, was wolltest du jetzt da? Ich wollte nichts in der Polizeiwache. Ja, in dem Gebäude, verdammt. Nee, ich sollte hier in irgendeinen so Raum ein paar Mollis, also ich sollte ihn kaputt machen, wollte ich ein paar Mollis reinwerfen mit meinem Kumpel und ihr Spasten habt verkackt. Hm. Die haben's verkackt? Lustig. Gut. Ich dachte, die sind klüger. Alles klar. Ey, kennst du die? Hast du sonst noch Fragen? Wen? Die dreckigen Pisser, die es verkackt haben. Nö, nicht besonders gut. Ich erkenne dich und ich finde dich, Blondie. Ich glaube, wir müssen den knipsen. Viel Spaß. Wie viel Spaß? Der Typ verpfeift uns an den anderen Typ, so wie er jetzt den Typen an uns verpfiffen hat. Und alles, was er denkt zu wissen, macht uns nur weiter Probleme. Jojo, schmeiß dir die Waffe hin. Da ist Gel drin. Da liegen genug Messer. Übrigens, Gel in die Augen ist auch tödlich. Und der hat selber Knarren. Also, nimm das Messer, es ist weniger laut, aber... Ich kann gar nicht mit dem Messer abstechen. Du sagst das einfach so. Hm? Ganz ehrlich? Hm? Wenn du der Meinung bist, dass das notwendig ist, dann mach's. Dann mach's selbst. Denkst du nicht, dass es notwendig ist? Keine Ahnung, aber wenn du sowas in Erwägung ziehst, dann solltest du auch dazu in der Lage sein, es zu machen. Aber, ha, wir brauchen den noch. Ja? Ja klar. Ich hab was versprochen. Ah, stimmt. Ich glaube, ich ruf sie mal an. Ja. Jojo, ruf sie mal an übers DNI. Jojo, mein Schatz, ist alles in Ordnung? Ja. Hm? Hat dir der Fisch geschmeckt? Ja, war cool, danke. Hier, ich habe ein Paket für dich. Oh ja, darauf warte ich schon so lange. Wo denn? Ich habe hier eine Adresse, aber ich weiß nicht, ob es klug ist, hier zu bleiben. Ich habe nur noch nicht so genau die Ahnung, ob wir ihn da jetzt rauskriegen. Vermutlich nicht. Also wenn du dich beeilst, dann könnte es noch gehen. Oh, ich krieg bestimmt einen Paketlieferdienst. Muss das so schnell gehen? Na, zu viel Zeit würde ich mir an deiner Stelle nicht mehr lassen. Kannst du den vielleicht verlegen? Ich verlegen? Das ist gerade problematisch. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier rauskriege. Der ist ziemlich schwer. Ach so. Oh Gott, du hast es doch nicht alleine gemacht. Nicht ganz alleine, nee. Gut, du musst aufpassen, Kind. Ja, nein, nicht alleine. Aber wir kriegen ihn auch zu zweit hier nicht raus. Der ist zu schwer, das geht nicht. Ich versuche mich beeilen zu lassen. Gut. Und arbeite nicht wieder die ganze Nacht, ja? Und nee, jetzt nee. Die Adresse, bitte. Sie gibt dir die Adresse durch.
Jojo legt sie auf. Gut, kommt gleich. Sibylle schwitzt. Ganz gehörig. Ja, Jojo verdingst ihn erstmal so, dass er jetzt nicht noch irgendwie doch noch anfängt zu schreien und macht sich noch was zu essen und setzt sich dann vom Tritt. Gut. Wartet. Steppy, hast du noch Fragen an den Typen? Billy, halt mal die Kameras gleich irgendwie im Blick. Nicht, dass irgendwie jemand ziemlich Beklopptes kommt, der hier nicht hingehört. Ja, ich halte die Kameras im Blick, natürlich. Mal sehen. Nein. Wenn er nichts mit meinem Bruder zu tun hatte und diese drei Leute gerade so oder so gestorben sind, fehlen mir jetzt gerade so ein bisschen die Informationen. Ja, der nächste Anlaufpunkt wäre ja dann wieder deine Schwester. Ja, das scheint so der Fall zu sein. Okay, ich meine, das Gute an der Sache ist, es war nicht mein Bruder dort. Ich mache mir trotzdem Sorgen, so ein bisschen. Wollen wir nicht rauskriegen, wer dieser Blossom genau ist? Weiß ich noch nicht. Ich denke, wir haben uns da eventuell einen neuen Feind gemacht. Und es wäre vielleicht klüger, wenn wir wüssten, wer das ist. Der Mittelsmann hat er zwar gesagt, dass der immer über den Mittelsmann oder über die Matrix angeheuert wird. Aber, gib mal eine Idee. Die Frage ist, ob sie es auf uns zurück verfolgen können und ob, wenn der so oder so ständig nur über die Matrix in Verbindung war, dann kannst du oder so nur du was machen. Die Frage ist, ob es so sinnvoll ist, wenn wir uns da jetzt Gedanken drüber machen oder ob wir das nicht irgendwann mal später machen, wenn wir vielleicht alle an einem Tisch sitzen. Okay. Macht Sinn, was du sagst. Dann warten wir jetzt, bis der Abholservice da ist. Und ja. Dim, 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 dim. Ja. Schon wieder? Ich mache mich erstmal wieder grob in die Richtung, wo auch die beiden anderen sind. Mhm. Weil sollte da jemand auftauchen, der da nicht hingehört, möchte ich da helfen können. Sagen wir es mal so, du fährst ungefähr 200 Meter und dir entgegenfährt ein Pizzalieferwagen. Und ich glaube nicht, dass sich dort jemand das Geld hat oder überhaupt einen Sinn, um sich Pizza anliefern zu lassen. Okay. Dann hoffen wir, dass er nicht so intelligent ist und meint, was macht ein Jackrabbit hier in der Gegend? Ja, Jackrabbits, ich meine, du fährst, das ist letztendlich eine Abkürzung zum Teil und ein Jackrabbit fährt so ziemlich jeder Lohnsklave, von daher. Also viele sagen es mal so, weil es billig ist und. Jo, du machst dich auf den Weg, du brauchst ein bisschen, bis du da bist. 5 Minuten bevor du ankommst, kommt der Lieferservice bestehend aus einem medizinischen Nicht-Nottransport, sondern einem ganz normalen Krankenwagen, wo 2 nette Helferlein schnell in die Wohnung von Gunfist kommen, ihn auf eine Trage hiefen, fixieren und narkotisieren und dann nach unten sich machen. Das ging flott. Naja, du brauchst irgendwie 30 Minuten oder sowas, hatte ich vor uns gesagt, von daher geht das schon. Ja, ich meine, das ganze Prozedere. Ich möchte Spuren verwischen noch. Die Fernbedienung, die wir angepatscht haben, zum Beispiel mitnehmen. Das Feuerzeug stecke mal ein, würde ich sagen. Die Türknäufe, die wir angetascht haben, werden abgewischt komplett. In der Küche noch ein bisschen und dann ist gut. Weißt du, lässt sich 2 Frauen allein und die machen sofort sauber. Jupp. Gut. Sexist. Ja, dann kommst du an und so, ne? Die Frauen sind gerade am Putzen. Alles klar bei euch hier? Klar. Nee. Warum nicht? Was los? Ich weiß nicht. Ich bin nicht sauer auf dich oder irgendwas, aber das war hart, was du da für eine Ansage gemacht hast. Wir sollten übrigens jetzt auch weg. Die Leute, die schauen sich das wohl gerade an. Ich habe da einen Wagen hinfahren sehen, der nicht so aussah, als würde er da hingehören. Okay, haben wir noch irgendwas Wertvolles gefunden? Sollen wir noch irgendwelche Waffen einpacken von dem? Ich weiß nicht. Haha! Jojo, das ist doch was für dich, oder? Jojo, guck mal, ob der da noch irgendwas Sinnvolles hat oder ob es sich eigentlich nicht so richtig lohnt. Na, super, Warhawks. Für eine, Dingens. Na, 10 Kampfmesser. Ne, Ruger, super, Warhawk, Junge. Ja, danke.
Eine... ja, die Kampfmesser interessieren sie nicht. Eine Maschinenpistole. Kebam! Was für eine denn? Eine Eckler und Koch. Die hier, die eine da, die aus dem Buch auch so. Na, die Heckler und Koch. Hör auf, mich dazu zu bringen, Sächsisch zu reden. Ich schäme mich. Spiel nie wieder mit euch. Lügner. So, sorry. Na hier, du hast eine Maschinenpistole, die nicht so unendlich viel wert ist. Ist ein ganz gutes Teil. Ja, hat es nicht besonders gut gewertet. Das ist halt okay. Na, sagen wir es mal so. Sie wird vermutlich sowohl die Ruger als auch die Maschinenpistole mitnehmen, weil wenn sie beides aufpoliert, sie kennt bestimmt genug Leute, die sowas nochmal brauchen können. Sie braucht es nicht selbst. Passt. Gut. Gut, dann fahren wir jetzt wohin, Kinos? Ich sollte die Dinger wegbringen, glaube ich. Ja. Voll die gute Idee. Und dann? Sollen wir bei dir crashen, weil du siehst echt müde aus, Kind. Bei mir? Nee, bei mir besser nicht. Okay. Sollen wir bei Steppy crashen? Das geht schon eher. Ich habe nämlich im Moment noch keine richtige Wohnung. Okay. So, also, was hast du angestellt? Was haben wir angestellt? Hä? Nichts. Weil sie mir in die Wohnung können wir nicht. Also, das ist B-Gebiet, da willst du ja nicht hin. Nee. Nee, wir können zu Steppy. Jo. Merkt das gut. Schon. Ich wohne im Moment bei Alex, das passt nicht so gut. Okay. Ja, Steppy bekommt... Achso, Entschuldigung, ihr geht runter, ihr wollt gerade ins Auto steigen oder in die Autos. Steppy bekommt einen Anruf mit einer unterdrückten Nummer. Nicht mit einer unterdrückten, sondern mit einer unbekannten Nummer. Okay, ich heb mal ab. Guten Tag, dies ist eine automatische Ansage. Sie werden gleich einen Anruf bekommen aus einem Aztec-Verwahrungsheim. Dieser Anruf wird aufgezeichnet. Für alle rechtlichen Fragen konsultieren Sie einen von unseren Anwälten. Beep! Audio-Link an die anderen. Oh nee. Wir haben eh noch einen, also ich habe eh noch einen Mark. Go ahead. Ja. Steppy. Ja. Es ist die Stimme deines Bruders. Nein, er sagt natürlich Stefan. Stefan. Also mein Bruder spricht tatsächlich mit mir. Ja. Brüderchen, was machst du da? Ich darf jetzt hier keine Ausdrücke verwenden. Ey, ne? Die haben mich eingeknastet. Und ich brauche jemanden, der mir die Kaution bezahlt. Ah, fucking hell, was hast du angestellt? Ey, wenn sie das sagen, es ist gar nicht so gewesen. Es ist eine übelste Geschichte. Ey, ohne Mist. Es war absolut gerechtfertigt. Okay, sag mir so, was wird dir vorgeworfen? Ja, warte. Also, Sachbeschädigung, Gewalt gegenüber Aztec-Staatsgewalt, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung. Aber es ist nicht das, also, nee. Nee, verstehe schon, du hast das nicht gemacht, das ist klar. Nee, ich hab das gemacht, aber es ist völlig übertrieben, was die da sagen und, Alter. Ja, wie, scheiße, wie viel brauchst du? 1,5. Ey, ruf mal Mutti an, die hat ein dickes Konto, bestimmt, oder so, aber, Alter, ich wäre echt cooler, wenn du mich abholst. Du musst nur irgendwie deine SIN angeben und dann geht das. Und halt da unterschreiben, dass du mich abgeholt hast. Wow, aber ich meine, du machst auf jeden Fall auch mehr Eindruck als so eine Maschinenarbeiterin, weil, ne, halt fast Art, so ein Notfall. Hier, ne, Assistent da. Ja, ja. Ah, fucking hell, was stellst du an? 1,5 sagst du, ja? Ich guck mal, was ich machen kann. Meld mich gleich wieder bei. Wir sehen uns da. Ich versuche so schnell aufzutreiben wie möglich. Ey, danke, Mann. Ey, wusstest du, dass sie das Recht haben, dich fast eine Woche lang hier einzukerkern? Ohne Anrufe? Nee, wusste ich nicht. Alter, das ist total... Ich glaube nicht, dass sie das haben, so. Das ist ganz merkwürdig, was sie da treiben. Ey, die piep doch. Ey, Steppy hat... Frag ihn, ob er mit deiner Schwester wenigstens Kontakt hatte im Vorfeld. Hattest du eigentlich mit meiner, schwesterlichen Kontakt? Weißt du das? Alter, deswegen bin ich hier. Was? Ey, ich kann's dir jetzt hier nicht sagen, ne? Ja. Aber die ist auf jeden Fall
die dreht völlig am Rad. Ja, sagst du mir, wenn ich da bin. Alles klar, ey. Danke, Bro. Jo, passt schon. Dann bis gleich oder so. Ich guck, wie schnell ich das gebacken kriege. Jo, also ein bisschen halt es jetzt hier auch noch aus. Was hat er gesagt? Ein bisschen halt es jetzt hier auch noch aus. Hm. Mach keinen Scheiß. Man sieht sich. Tschö. Ich wollte schon sagen, rüdig vom Fleck, aber... nachdem es Piep gemacht hat. Na, dann hat sich das Ganze ja relativ schnell geklärt, würde ich sagen. Gott sei Dank, ey. Mann, treu. Es ist schon klar, dass deine Mutter ihn abholen muss, oder? Verdient hätte er's. Ja, es geht doch nicht anders. Kommt drauf an. Ich mein, er hat gerade gesagt, du musst deine Sinn vorzeigen. Ja, die ist ja nur für Evo-Scheiße. Ja, auf deiner Sinn steht aber nicht der Nachname, den sein Bruder eigentlich haben müsste. Hey, das ist mein Bruder hier, der heißt aber plötzlich anders. Normal, der hat geheiratet, geht schon. Ich hab nicht mal meine alte Sinn, wollen. Nö. Alter. Will? Ist... du musst deinen Bruder raushauen aus dem Aztech-Knast. Genau. Das darf seine Mutter tun. Für 1,5. Ja, weil er kann dann definitiv nicht hier mit seinem Scheiß. Na, du kannst seiner Mutter ja das Geld geben und dann passt das schon. Ja, trotzdem wird sie davon Wind kriegen. Und wenn er nicht hin kann, ihn abholen, den Bruder, dann wird die Mutter ja auch Fragen stellen. Oder? Dann hat er keine Zeit, er ist gerade auf einem Einsatz, er ist gerade was weiß ich nicht wo. Ich wollte es auch gerade sagen. Irgendwas sowas werde ich mir ausrufen, ausdenken müssen. Jojo muss schlafen. Der Schlimme an der Sache ist... Wieso? Mir geht's gut. Die ist aggressiv, hör dir das an. Ey, mir geht's voll gut. Okay. Die Effis hauen rein, ne? Ja, bisschen. Deswegen bin ich auch so aggressiv. Ich krieg Schwankungen. Ja, nach diesen 1500 habe ich auch kein Geld mehr. Ich dachte, das macht deine Mutti klar. Beide vielleicht. Ach so. Ich weiß nicht, ob meine Mutter so viel Geld hat. Ich muss ja nicht alles, aber vielleicht ein Teil. Schauen wir mal. Ja. Nachricht an Mutti. Mit dem Inhalt. Ich weiß, was mit Brüderchen los ist. Die von Aztec haben ihn. Er hat wohl ein bisschen Scheiße gebaut. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Kautionszahlen sind 1500 nur Yen. Und müssen sie ihn da abholen unter Umständen. Jo, sie würde dich natürlich anrufen, aber um das abzukürzen, weil das mit dem Bruder noch witziger wird, sie ist natürlich höchst besorgt, aber auch höchst erfreut, dass es endlich quasi jetzt zu einem Abschluss gekommen ist. Sie fragt sich natürlich auch, was ihr armer Sohn schon wieder gemacht hat und ob das mit diesen widerlichen Gängern zu tun haben könnte. Sie kann erstmal 400 Nuyen dazu beitragen, aber natürlich ist sie stark dafür und da wird sie sogar etwas ruppig bei diesem Gesprächsanteil, dass er das schön bei euch abbezahlt. Und sie kann ihn selbstverständlich abholen, aber sie muss dann halt, also sie macht das in der Pause, wo sie sich ein bisschen länger Pause nimmt und es wäre halt schön, wenn sie ihn abgeholt hat, wenn du ihn dann direkt zu Hause besuchen könntest. Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Ja, das stimmt, sie hoch erfreut und sie gibt dir eine Nachricht, sobald sie da ist. Das wird in circa einer Stunde sein. Ja, werde sehen, dass ich mich dann so bald wie möglich bei ihm melden kann. Kriegt natürlich auch das Geld überwiesen, die restlichen 1100. Mhm. Und dann bringe ich die beiden erstmal zur Minibude. Ja, die Bude hatten wir ja schon mal, ausgedingst. Jo, ihr seid in Steppys Bude. Und der hat übrigens einen übelst geilen Duschwasserfilter. Oder überhaupt Wasserfilter. Ganz neu, ganz schnieke. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ist halt eine Junggesellenwohnung. Muss man jetzt mit klarkommen als Frau. Oh Gott. Jojo war schon da, die interessiert das nicht. Mir ist das gerade Wumpe. Billy ist am Boden zerstört. Ach, Schnucki, was ist denn los mit dir? Ich wollte sagen, was ist denn jetzt mit dir los? Ich muss das erstmal alles verdauen. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Es ist gar nicht das Hauptproblem, glaub mir. Ich mach dir da keinen Vorwurf, aber... Es ist eine harte Ansage, ja, das ist richtig.
Es ist wahr. Also ich meine, es ist eine harte Ansage, aber ich sag mal, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann weißt du... Was für eine Entscheidung denn? Naja, wenn du sagst, der muss weg. Naja, es ist okay. Ich meine, es ist in Ordnung. Es ist... Was macht denn jetzt deine Tante mit dem? Naja, die will Kohle von ihm haben. Ja, zieht die denn ab? Was heißt, zieht die denn ab? Naja. Die hat doch kein Interesse daran, dass der abkratzt, wenn sie noch Kohle von ihm will. Oje, oje, oje. Wer sich Kohle leiht, soll sie gefälligst auch zurückgeben. Ganz einfache Sache. Ja, das sag mal Steppys Bruder dann. Klar, kein Problem. Wenn ich ihn sehe, sage ich ihm das gern. Und wenn der die gar nicht bezahlen kann, was macht die mit dem? Und wenn der quatscht jetzt, was wir mit dem gemacht haben? Warum sollte er? Diesem Blossom? Naja, wenn ich das richtig in Erinnerung hab, dann haben wir jetzt irgendwie die Verantwortung. Du weißt doch nicht, wer wir sind? Naja, er hat gewusst, dass die Blonde und der Ork. Ja, das also einzige, vermutet er. Das Einzige, woran er sich erinnern kann, ist die Blonde und Gruppe an deine Stimme. Der hat Cyberaugen, oder? Also die Comlinks habe ich hier. Ich habe soweit alle Informationen auch von den beiden Comlinks hier. Ich wollte gerade sagen, keiner, wenn da nichts drauf ist. Entschuldigung, er ist keiner, der sich sowas speichert. Er ist halt, ne? Okay, das weiß ja Billy eigentlich nicht, oder nicht? Na doch, weil wenn er es speichert, würde es auf dem Comlink speichern. Mal wieder wahr. Weil in die Augen kannst du das nicht speichern. Und was machen wir jetzt? Nichts. Okay, das heißt, Steppys Bruder ist wieder daheim. Mit dem sprechen wir jetzt, wenn wir ein bisschen geschlafen haben. Und dann... Warum willst du unbedingt schlafen? Niemand du musst schlafen, Kind. Ich will aber gar nicht schlafen. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Ich bin viel zu wach. Okay. Das erinnert mich daran. Was denkst du denn, warum soll ich denn jetzt schlafen gehen? Hallo? Na, gut. Ich habe keine Effis mehr. Also wenn du nachher irgendwie... Dann muss Steppy daran. Ach. Ich muss mal wieder irgendwie Effis auftreiben. Ich weiß aber nur noch nicht, wo. Ich muss mal gucken. Egal. Das ist kein Problem. Das kann ich dir besorgen. Cool. Das machen wir dann. Nee, erstmal müssen wir gucken. Mein Bruder wird ziemlich angeätzt sein, dass ich meine Mutter jetzt dahin geschickt habe. Ja. Hast du was zu essen? Denk daran, ich hab kein Geld mehr. Ich will doch nur was zu essen haben. Hast du was? Ja, ja. Darf ich was haben? Ja. Jojo geht in die Küche. Ja. Kommt irgendwann, was hast du da? Mal gucken, was ist das für ein Zeug? Fleisch. Sehr viel also Fleisch. Also so Säufleisch-Zeugs wahrscheinlich. Ja, ich denke mal. Dann macht sie irgendwie ein Säusteak. Das ist gutes Steak, nein, Scherz. Ich habe gerade andere Gedanken. Das war richtig scheiße und ich frage mich auch gerade, was das für Leute waren, die da so einen Scheiß gebaut haben. Das war eine Versuchsanstalt, oder? Ja, offensichtlich. Die vertuschen was. Ich frag mich nur, was? Ich meine, die haben dieses Antidepressive. Suppressivum. Suppressivum. Oder Suppressiva. An den Leuten getestet? Tja. Inzwischen müssen wir eigentlich annehmen, dass die weiter sind, anstelle solche Sachen zu machen. Vor allem in diesen Dosen. Und vor allem, dass dann so wirklich mit Säure wegätzen alles, wenn nicht alles da ist. Meiner Treue, was ein Scheiß. Jojo kommt mit einem Teller und dem Steak zurück. Wie, keine Pommes dazu? Nee, dauern mir zu lange. Ich hab die Fritteuse. 5 Minuten. Dauert mir zu lange. Ja, guten Appetit. Danke. So, was machen wir jetzt mit diesen... Ich weiß nicht, sollten wir dieser Sache überhaupt nachgehen? Ich meine, damit haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Nee, eigentlich würde ich das erstmal nicht machen. Ich denke, das kommt eh zu uns zurück. Mal schauen. Na, glaube ich noch nicht. Schmeckt irgendwie grau. Ich finde immer, das geht. Brüderchen ist jetzt schon zu Hause oder wie war die Nachricht, Esel? Ja, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Jojo isst weiter von dem Grausteak und ihr macht euch dann entweder zu dritt oder du alleine, weiß ich nicht, auf dem Weg in das
Spikes Gebiet? Oh. Ich muss da nicht mit. Ich fahre nicht zu den Spikes. Warum sollte ich das tun? Was willst du uns dabei haben, oder was? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist aber gut, Rückendeckung zu haben. Warum? Haben wir das letzte Mal gesehen. Nein, muss auch so gehen. Was ich mache? Nee, komm, ihr richtet euch hier erstmal häuslich ein. Warum hier häuslich einrichten? Ich kann irgendwann später nach Hause fahren. Oder so. Wie auch immer. Und ich schaue jetzt erstmal, was mit meinem Bruder los ist. Guck mal, ob er da irgendwas machen kann. Sibylle bestellt Pizza, um zu schauen, wie lange Jojo dann auch doch noch da bleibt. Mit ordentlicher Pizza. Mit Lieferdrohne. Punkt. Gut. Ihr zwei beschäftigt euch, Steppy macht sich auf den Weg. Ja. Du fährst dahin und kein Spike auf der Straße. Sie ist schon fast ein bisschen auffällig. Naja, vielleicht liegen die mit den Falcons im Clinch, vielleicht rächen die sich an irgendeiner Aktion, die da vor kurzem war. Naja, völlig irrelevant. Ja, da muss man mal gucken. Muss jeder mit sich selber so ein bisschen klar machen. Ich schicke das Auto aber tatsächlich weiter. Es soll erstmal nicht stehen bleiben, so nach dem Motto. Ich habe nämlich keinen Bock, dass das Auto irgendwie von der Straße weggenommen wird. Von den Spikes, die sich zufällig an das Auto erinnert haben. Du meinst das mit der fetten Schramme? Jo. Zum Beispiel. Ja, das Auto fährt erstmal weiter. Ohne mich. Ich bin bei meinem Bruder ausgestiegen. Und ja, schelle mal. Ja, direkt Klick, also nach 5 Sekunden. Du bist reingelassen. Ja. Die Tür ist wahrscheinlich immer noch nicht repariert. Nö. Von wem auch. Ja, geh so durch die Tür. Hi! Ey, danke. Aber, boah, die ja. Mutter, ne, die war so todesnervig. Glaube ich. Sorry, dass ich nicht kommen konnte, aber weißt ja. Nee, ist schon okay. Ist ja auch. Ey, ist ja übelst scheiße, auch mit der ganzen Kohle. Kriegst du zurück, Junge, ne? Passt schon. Schauen wir mal, kriegen wir hin. Jetzt sag jetzt mal, was denn passiert hier? Ich meine, ich komme hier an, sehe, dass die Tür aufgebrochen ist und du nicht da. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, warum die Tür jetzt aufgebrochen ist, aber ich war eine Weile nicht da. Vielleicht hat sich irgend so ein Kid die Tür aufgebrochen und wollte was klauen. Frag mich, warum es dann... Egal. Das Ding ist, ne? Ey, Junge, Maria hat eine Affäre. Ah, fucking hell. Maria hat eine Affäre mit irgendeinem so dreckigen, schmierigen, schleimigen Wichser von die Aztec-Spastos da. Und ich hab's erfahren, bin da sofort hin und hab hier erstmal übelsten Einlauf gemacht. Was, Alter, Familie, die hintergeht ihren Mann. Geht nicht. Und die war übelst zickig und hat mich dann rausgeschmissen. Und ich war so sauer. Alter, Familie. Und dann bin ich halt hin zu den Typen, weil sie hat den Namen fallen lassen. Bin da halt ins Büro rein und hab dem da ordentlich halt mal hier, ne, gesagt, was Sache ist. Und er hat sofort diese scheiß Security gerufen. Und da bin ich halt kurz ausgeflippt, weil, Alter, die lässt sich den Dödel von irgendeinem anderen Typen reinhängen. Und die haben mich sofort weggeknastet. Übelste Zeit dort verbracht mit irgendwelchen Pädophilen und irgendwelchen Spastos, die ganze Zeit nur Spanisch geredet haben. Und dann durfte ich heute das erste Mal jemanden anrufen. Ey, wie kann das sein? Wie kann denn das sein, dass die mit irgend so einem Penner da rumvögelt? Oh Mann, ey, du bist so dumm, wie ich aussehe, Kopfnuss. Also keine Kopfnuss im Bang, sondern hier so, so eine mit zwei Fäusten an die Seite vom Kopf und dann drehen. Also, wieso denn? Das ist doch völlig... Ey, die kann das doch nicht machen. Sag mal, hast du gehört, wie Milan die behandelt? Weiß ich jetzt nicht so. Eigentlich hättest du zu dem hin müssen und den zeigen, wo der Amboss hängt. Ja, ey, Alter, der blökt die halt manchmal an und aber Alter, die ist verheiratet und lässt sich von irgendeinem, vor allen Dingen, ne, ey, vor allen Dingen noch von diesen Aztec-Kackspasten lässt sie sich da eine reinhängen. Ja, und du lässt dich von denen verhaften, das ist
Ey, konnte keiner ahnen, konnte keiner ahnen. Ich hab dem bloß mal kurz einen auf die Fresse gegeben und seinen Tisch umgeschubbt und da kamen die sofort reingesprintet und haben mich weggetasert. Wo warst du denn? Wie, wo war... Na, ich war dann halt bei denen im Knast. Ey, fast eine ganze Woche. Nein, ich meine, wo warst du denn, dass sie dich sofort weggetasert haben? Ja, es war irgend so ein normales Büro-Verwaltungsding, vor allem mit so einem Verwaltungsfuzzi, ey. Junge, ey, da kriegst du gar keinen hoch. Ah, Mann, Junge. Ich bin durch komplett Moskau getuckert, um dich zu finden. Weißt du das, seit 5 Tagen. Ey, sorry, Bro, ich durfte niemanden anrufen, aber ich wusste das noch nicht, dass die da so übelst ausrasten und aber irgendwas muss man dann machen. Die muss man ihre Ehe in den Griff kriegen hier. Vielleicht kostenlose Eheberatungen bei uns da beim Con. Ja, die sind auch ganz merkwürdige Leute. Mann. Ja, aber Alter, so kann das nicht weitergehen. Schon mehr vor unsere Eltern irgendwie, die Mutti lässt sich dann auch von irgend so einem Typen da was, ne? Das ist Mutter und Vater, also was anderes. Aber das ist, Hä, das ist Schwester, das ist doch nichts anderes. Familie, Mann. Ja, aber wie Schwester ihre Ehe, das ist ihre Sache. Ne? Nee, Alter, klar, es ist ihre Sache, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Die kann nicht fremd gehen. Ganz ehrlich, wenn die wirklich so vom Milan behandelt wird, wie ich das von ihm mitbekommen habe, ja? Wie ich mir das denken kann, wie das ist, dann ist mir lieber, wenn sie jemand anders zusammen ist, als mit dem Typen. Weil Familie ist definitiv dicker, als ein Typ, der angeheiratet ist. Ja, aber ist ja auch dicker als irgend so ein Typ, den sie noch nebenbei hat. Und ey, ich meine, was meinst denn du mit, was ist denn mit Milan? Wenn er die Maria zusammenkloppt, wegen Scheiße oder sowas. Ey, wie, ja? Der kloppt die zusammen? Das hört sich so an, dass er die, dass er die lang macht. Ja, was? Eine genau. Biene pulsiert auf seiner Schläfe. Genau, und darum meine ich, dass wir da erstmal gucken. Ey, da würde ich sagen, als nächstes gehen wir zu dem und machen dem mal einen Einlauf. Komm, hier, jetzt los. Nee, da passen wir jetzt auf. Da müssen wir mit der Maria selber gucken. Dass wir das erstmal familienintern machen und dann kommen die ganzen Wichser, die irgendwie draußen sind. Ey, ich kenne das doch hier vom Viertel. Die Bitches, die sagen noch nichts. Und weißt du was? Die werden dann von denen verkloppt, dann werden die irgendwie von der Bullerei abgeholt und dann rennen die zu denen zurück. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Aber Alter! Ey, wir gehen da jetzt hin und machen den Typen lang. Und das nächste, was wir haben, ist, dass du, dass wir beide dann im Knast sind oder sowas. Ach, die normalen Bullen kommen da gar nicht ran. Wir gehen ja nicht wieder in irgendein Bürogebäude. Wir gehen nach Hause und zeigen dir mal, wo der Hammer hängt. Ey, ich nehme noch ein paar Kumpels von mir mit. Die wissen, wie das geht. Nee, lass mal. Voll nicht, ja? Ja, vor allem mit den Kumpels, die hier sind. Also wenn das die Kumpels sind. Ey, Puderchen, ohne Scheiß, Alter. Die Typen, die wissen richtig, wenn die einmal bei dem waren, dann hört er mit so einer Scheiße auf. Ey, ich kenne da so ein paar. Ey, ich kenne da so ein paar Gänger. Weißt du, wie die den ranziehen? Nee, bleib bloß von den Gängern weg, Junge. Das sind noch die nicht, das sind nicht die mit den Spikes, oder? Ja, na klar, das sind voll coole Typen. Nee, bleib von denen weg, glaub mir. Das sind die machen dich lang. Ey, Alter, das sind meine Buddies, die machen mich lang. Wir machen den zusammen. Ey, ich ruf dich gleich mal an. Ja, komm, sein komm, den geht's aus. Nee, lass mal. Trust me. Ja, wieso denn? Ey, wenn du echt sagst, der verkloppt die irgendwie, dann gehen wir jetzt da hin und machen den richtig fertig. Ich möchte erst mal wissen, ob das Tatsache ist, weil... Ja, das werden wir schon aus dem rauskriegen. Na, ich meine, meinst du, die sagt was? Die flüchtet sich in irgend so eine Gel-Visage. Komm, ey, ich ruf die jetzt an. Nee, lass mal, das machen wir, wenn, dann familienintern. Na, komm, dann jetzt los. Oh, fucking hell. Na, jetzt nicht, Alter, die Maria, komm. Weißt du, wie oft die auf uns beide aufgepasst hat? Ja, ich weiß. Ah, scheiße, ich möchte nicht. Ich hab keinen Bock auf Knast. Wieso denn Knast, Alter? Die wohnt hier 4 Straßen weiter, da ist sowas öfter mal. Komm. Alter, die ist noch auf Arbeit und dann geht's los. Nichts, wenn, dann mach ich das. Du bleibst hier. Ey, was? Genau. Ich wurde nur von Aztec angeklagt, davon wissen die Bullen nicht mal was. Also nicht mal angeklagt. Das war jetzt so eine Untersuchungshaft, scheiße. Und das wäre ein Monat oder so geworden, weiß ich nicht. Aber ey, komm. Nix, du hast genug Dreck am Stecken. Und selbst wenn es bei Aztec ist, die sind mir sowieso nicht ganz geheuer. Du bleibst hier und hältst erstmal die Füße still, weil wenn da irgendwas ist, dann kommen die direkt zu dir sofort. Darum. Du hältst. Ach Quatsch, die Bullen wissen doch davon gar nichts. Alter, pass mal auf, wenn wir da als 2 Brüder aufschlagen, dann weiß der gleich, was lang geht.
Und wenn du alleine hingehst, du bist ein kräftiger Typ geworden, aber komm, ich gerne. Ich wollte gerade sagen, wenn da ein fucking Ork auftaucht, dann weißt du auch, was am Bach ist. Ja, aber Alter, wir sind die Brüder, Mann. Wir machen das zusammen. Junge, jetzt hörst du mal, ich bin ja immer noch der Ältere hier. Du hältst erstmal die Füße still, siehst, dass du deine Tür repariert kriegst und schaust, dass du diese komischen Medikamente abnimmst, weil die scheint dir irgendwie nicht so ganz der Bringer zu sein. Wieso? Die soll ich nehmen, hat mir gesagt, wegen hier Augen. Hat er auch den Ausschlag? Irgendwas war ja mit dem Ausschlag, dass er da was berichtet hat, wo er zum Doc wollte. Der hat nichts berichtet es war eine normale Nachuntersuchung, das war geplant wegen der Operation. An keiner Körperstelle, die du jetzt siehst, hat er Ausschlag. Hast du irgendwelchen komischen Ausschlag oder sowas? Weißt du was von? Nö. Ey, lenk mal nicht ab, komm, hin jetzt. Und nein, ich komm da mit, Alter. Nee, lass, glaub mir, ich hab genug Scheiße gesehen in den letzten 5 Tagen. Trust me, ich möchte jetzt erstmal die Füße stillhalten. Ja, ich weiß, das habe ich auch die letzten 5 Tage gemacht. Vor allem musst du aufpassen. Hier waren Leute drin und ich mache jetzt meine Tür, du gehst dahin, erzählst mir genau, wie du den richtig, richtig Fresse poliert hast. Und dann können wir nochmal quatschen. Jo. Alles klar? Ja. Ey, gut. Danke, Bro. Keine Ursache. Glaub mir. So. Ich mache mir jetzt erstmal auf den Weg und knüpfe mir das Arschloch erstmal vor. So, hast dir den Spielleiter jetzt genauso wie ich gerade? Also, nachdem die Session fertig war, glaube ich, kam so ziemlich der Hassbrocken in uns allen hoch. Vor allem, dass wir wahrscheinlich die Scheißschwester hätten früher abziehen können und den ganzen Stress mit dem verfickten Drecksarsch von Gunfist hätten sparen können. Und jetzt, könnt ihr euch schon vorstellen, wie wahrscheinlich Billy hier abgehen wird von wegen Paranoia und so weiter. Naja, Session 8 war damit abgeschlossen. Session 9 und 10 werdet ihr bald dann bekommen. Wird wohl etwas fluffiger, etwas weniger mit Gedöns und vor allem weniger Jojo-Strang um Eier rum. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt neues Hobby wird von Jojo mit ihrem Hobbystrang, beziehungsweise Jojo-Strang, irgendwelche Männer zu strangulieren. Aber wir alle brauchen ja unseren Ausgleich im Leben und auch sie hat wohl da das eine oder andere Hobby entwickelt. Wie dem auch sei, wir freuen uns schon drauf, von euch irgendwelche Comments zu bekommen. Wir grüßen wie immer an der Stelle hier die liebe Snowcat, die Leute von Victory Road, die Session 3 rausgebracht haben und die allerbesten im englischen Sprachraum, die es überhaupt gibt. Und sowieso, jedenfalls grüßen wir die Leute vom Hidden Grid. Yo, in dem Zusammenhang wünschen wir euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Die White Russians laufen unter der Common Creative License. Deswegen sollen wir euch darauf hinweisen, dass wenn ihr gerne unsere Stücke verwenden wollt, dann bitte edit ein Label. Die Marke Shadowrun gehört TOPS, der Firma TOPS Incorporated. Das heißt, sämtliche Rechte an dem Namen und auch an sämtlichen Namen in Verbindung mit TOPS und Shadowrun gehören TOPS. Wir haben nichts damit zu tun. Die Anfangs- und Endmusik von den White Russians kommt von Kremlkrauts, genauer Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts. Alles zu finden auf Soundcloud, auch unter der Creative Commons License.